So, guten Tag allerseits. Ich darf alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen zur 82. Sitzung des Finanzausschusses, zu unserer öffentlichen Anhörung. Ich begrüße vor allem die Experten, die heute dem Finanzausschuss ihren Sachverstand für die Beratung zu dem Thema Auswirkungen von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung auf die Entwicklungsländer zur Verfügung stellen. Da unter unseren Gästen auch einige englischsprachige Sachverständige sind, sei mir gleich zu Beginn noch der Hinweis erlaubt, dass eine Simultandolmetschung stattfindet, unter Nummer 2 auf Deutsch und unter Nummer 3 auf Englisch. Ich bedanke mich schon mal im Voraus, falls ich es nachher vergesse, für die Hilfe, die wir da bekommen werden. Darüber hinaus darf ich darauf aufmerksam machen, dass die Sachverständige Frau Martina Neuwirth vom Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation aus Krankheitsgründen heute kurzfristig ihre Teilnahme absagen musste. Soweit Sachverständige davon Gebrauch gemacht haben, dem Finanzausschuss vorab ihre schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen, sind diese an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt worden. Die Stellungnahmen finden sich auch im Internetauftritt des Finanzausschusses wieder und werden Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses und soweit anwesend auch die des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich den Abteilungsleiter Steuern, Herr Ministerialdirektor Sell, sowie weitere Fachbeamte des BMF begrüßen. Ich begrüße die Vertreter der Länder und soweit anwesend auch Vertreter der Bild-, Ton- und Printmedien. Nicht zuletzt darf ich die Gäste auf der Tribüne begrüßen und hoffe, dass wir alle zusammen eine interessante Anhörung haben werden. Zum Thema der Anhörung. Es geht um Auswirkungen von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung auf das Steueraufkommen und deren Bekämpfung wird ja bereits seit längerer Zeit und auf den unterschiedlichsten Ebenen diskutiert. Ich nenne in diesem Kontext nur beispielhaft das OECD-BEPS-Projekt oder den 10-Punkte-Plan unseres Bundesfinanzministers. Dabei ist, wie ich meine, ein wenig die entwicklungspolitische Perspektive zu kurz gekommen. Das heißt, dass es auch entsprechende Auswirkungen auf Entwicklungsländer gibt. Diesem Aspekt wollen wir uns mit der heutigen Anhörung besonders widmen. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 2 Stunden, also circa bis 14 Uhr, vorgesehen. Nach unserem bewährten Verfahren sind höchstens 2 Fragen an einen Sachverständigen bzw. eine Frage an 2 Sachverständige zu stellen. Ziel ist es dabei, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit zur Fragestellung und Ihnen als Sachverständigen zur Antwort zu geben. Ich darf Sie deshalb ganz herzlich um kurze Fragen und knappe Antworten bitten. Die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen darf ich bitten, stets zu Beginn Ihrer Frage die Sachverständige oder den Sachverständigen zu nennen, an den sich die Frage richtet, und bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen zu nennen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, ihre Fragesteller, auch die des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Vorhinein über die Obfrau oder den Obmann des Finanzausschusses bei mir anzumelden. Zum Schluss sei mir noch der Hinweis erlaubt, dass die Anhörung heute zeitversetzt um 17.30 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 1 übertragen wird. Verfolgt werden kann die Übertragung aber auch auf www.bundestag.de über die App Deutscher Bundestag auf Smartphones und Tablets und im Smart TV. Zur Protokollführung, zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung mitgeschnitten. Zur Erleichterung derjenigen, die unter Zuhilfenahme des Mitschnitts das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme von mir namentlich aufgerufen. Und ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und nach ihrem Redebeitrag wieder abzuschalten. Gut, dann beginnen wir jetzt mit der Anhörung. Erstes für die CDU-CSU als Fragesteller Dr. Mittelberg. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich richte meine Frage an den BDI, Herrn Holle, oder an den Bundesverband der deutschen Industrie, so muss es richtig heißen, an Herrn Holle und an Herrn Professor Reimer. Es geht mir zunächst um eine grundsätzliche Bewertung. Die OECD und der IWF haben sich ja mit der Besteuerungssituation in den Entwicklungsländern auseinandergesetzt und sind zu der Einschätzung gekommen, dass die Besteuerungsbasis nicht hinreichend ist. Inwieweit kann man daran etwas ändern und inwieweit spielt dabei auch gerade das internationale Projekt gegen BEPS eine Rolle? Herr Holle, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Dr. Mittelberg.
Ich würde die Frage mal damit versuchen oder zu Beginn zu beantworten, indem ich erst einmal schaue im grenzüberschreitenden Sachverhalt, was haben denn Entwicklungsländer für Besteuerungsrechte? Ich glaube, es macht ja nur Sinn, wenn wir das im grenzüberschreitenden Sachverhalt betrachten. Und da werden wir feststellen, dass Deutschland mit Entwicklungsländern regelmäßig Abkommen abschließt, die sich, ich sag mal, zum Teil am OECD-Musterabkommen orientieren, aber zum Teil auch am Musterabkommen der Vereinten Nationen. Und dort ist vorgesehen, dass diese Entwicklungsländer eben aufgrund der einseitigen Investitionsströme erhöhte Quellensteuerrechte haben. Diese Quellensteuerrechte haben wir im OECD-Musterabkommen nicht, aber eben im UN-Musterabkommen. Und Deutschland orientiert sich dann in diesen Verhandlungen daran und verhandelt dann im weiteren Schritt die sogenannte Freistellungsmethode. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass Gewinne, die im Entwicklungsland erwirtschaftet werden, eigentlich im Wesentlichen nur in den Entwicklungsländern besteuert werden und eben nicht in Deutschland. Damit versucht man neben der Kapitalimportneutralität auch das Raufschleusen aufs deutsche Besteuerungsniveau zu verhindern. Diese höheren Quellensteuersätze sehen wir nicht nur bei Dividenden, Zinsen oder Lizenzen, sondern das schließt auch ein, dass wir dort einen anderen Betriebsstättenbegriff haben und wir zum Beispiel in vielen Abkommen mit Entwicklungsländern die sogenannte Dienstleistungsbetriebsstätte bereits als Betriebsstätte im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens anerkennen. Das heißt, schon dann hat das Entwicklungsland ein Besteuerungsrecht. Das heißt, wenn man sich das anschaut, stellt man fest, die Besteuerungsrechte sind eigentlich in den Abkommen mit Entwicklungsländern deutlich stärker ausgeprägt als beispielsweise zwischen OECD-Staaten. Und dort versucht man eben, wie gesagt, die Einseitigkeit der Investitionsströme zu berücksichtigen. Das heißt, Rechte sind vorhanden. Wenn man jetzt die Frage versucht weiterzuentwickeln hinsichtlich der Besteuerungsbasis, muss man feststellen, was auch der IWF feststellt, dass die Besteuerungsbasis, ich glaube, insbesondere deswegen so sehr unter BEPS leidet, weil die Abhängigkeit vom Körperschaftssteuer bzw. vom Ertragssteueraufkommen besonders hoch ist. Und das liegt daran, dass diese Länder zum Teil relativ sparsam sind bei der Erhebung von Verbrauchssteuern, insbesondere der Umsatzsteuer und auch, wenn wir es mit Deutschland vergleichen, das Lohnsteueraufkommen sehr gering ist. Das führt sozusagen dann zu einer erhöhten Abhängigkeit von dem Ertragssteueraufkommen und das ist aus unserer Sicht ein großes Problem. Und das zweite große Problem ist mangelhafte Steuerverwaltung in vielen Entwicklungsländern. Es fehlt nicht nur an den technischen Voraussetzungen, es fehlt auch oft an der nötigen Kompetenz. Ich glaube, da kommt der GIZ eine ganz wichtige Aufgabe zu, die das ja schon macht, die Entwicklungsländer unterstützt dabei, Steuerverwaltungen fortzubilden und dort deutsche Finanzbeamte in diese Länder schickt. Das machen wir nicht nur in Entwicklungsländern, sondern ja auch beispielsweise mit Griechenland. Insofern glaube ich, dass das eine ganz, ganz wesentliche Komponente ist, um diesen Entwicklungsländern an dieser Stelle zu helfen. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Vielen Dank. Professor Dr. Reimer, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Erstens kann ich auch aus wissenschaftlicher Sicht bestätigen, was Herr Holle gesagt hat. Insbesondere der Einsatz der Freistellungsmethode für unternehmerische Gewinne, Tochtergesellschaften und Kapitalgesellschaften und auf der anderen Seite Betriebsstätten in den deutschen Doppelbesteuerungsabkommen ist der entscheidende Baustein für eine entwicklungsländerfreundliche deutsche Steuerpolitik. Dem folgen nicht alle OECD-Staaten. Wenn der Blick sich also über Deutschland hinaus weitet auf andere Staaten, wird man eigentlich sagen müssen, das deutsche Modell einer Freistellung von im Ausland erzielten Einkünften ist unter Aspekten internationaler Gerechtigkeit vorzugswürdig. Warum? Wenn ein weniger entwickelter Staat geringere öffentliche Leistungen erbringt, dann kann er sich das nur leisten, wenn auch die Steuern entsprechend niedriger sind. Der Einsatz der Anrechnungsmethode in den Hochsteuerstaaten, in den entwickelten Staaten, führt aber genau zu der Hochschleusung, von der bei Herrn Holle die Rede war. Man nimmt also damit den Entwicklungsländern die Möglichkeit, geringere öffentliche Leistungen auch geringer zu bepreisen, weil am Ende die Steuerpflichtigen doch wieder auf dem hohen deutschen Niveau landen. Und das ist aus meiner Sicht ein zentrales Argument aus dieser Entwicklungsperspektive für den Einsatz der Freistellungsmethode, die ansonsten ja unter Steuervermeidungsgesichtspunkten gelegentlich auch unter Beschuss gerät. Zweiter Punkt in Ergänzung dessen, was Herr Holle gesagt hat, wir haben eine Reihe von Stellschrauben in den deutschen DBA, mit denen speziell fiskalische Bedürfnisse von Entwicklungsländern gefördert, beachtet werden können.
Zu nennen ist auch die Definition des Wortes Lizenzgebühren in den deutschen DWA und vor allem die Zuweisung von Quellenbesteuerungsrechten bei Lizenzgebühren an die Entwicklungsländer. Auch das gewährt Deutschland gelegentlich in Übereinstimmung wieder mit dem Musterabkommen der Vereinten Nationen, wo Deutschland solche Quellensteuern den Quellenstaaten, den Entwicklungsländern gibt, ist das oft verbunden mit einer Ausweitung des Begriffs Lizenzgebühren auch auf Entgelte für technische Dienstleistungen. Und das ist am Ende wahrscheinlich auch die viel bessere, weil den Entwicklungsländern stärker dienende Variante gegenüber der Dienstleistungsbetriebsstätte, die extrem viele Nachteile hat, die viele Rechtsunsicherheiten mit sich bringt, die Unternehmen auch im Bereich der Lohnsteuer vor ganz erhebliche Compliance-Risiken stellt. Wenn man den Begriff der Lizenzgebühr ausweitet auf technische Dienstleistungen, kann der Quellenstaat auf Bruttobasis einen kleinen Steuersatz anwenden. Und das ist viel rechtssicherer als die Dienstleistungsbetriebsstätte. Und ein dritter Punkt jetzt in diesem ersten Statement. Natürlich versucht die OECD auch, um sich hübsch zu machen für neue Mitglieder, den sogenannten Marktzugang als Entgelt für mehr Steuern in den Quellenstaaten, in den Entwicklungsländern, in den Schwellenländern zu verwenden. Aber Achtung, man muss sehen, dass die Quellenstaaten schon heute enorme Möglichkeiten haben zu besteuern, bloß nicht unbedingt die Wertschöpfung, sondern den Verbrauch. Und das Steuersystem insgesamt, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit, atmet ja im Grunde immer mit zwei Lungenflügeln. Auf der einen Seite Besteuerung von Wertschöpfung durch Einkommen, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite durch die Steuern im weitesten Sinne auf Einkommensverwendung, Verbrauch. Die Entwicklungsländer könnten diese zweite Säule viel stärker nutzen als bisher und bekämen damit das, was die OECD den Fair Share nennt, ohne dass man sozusagen das ganze fein austarierte System der Doppelbesteuerungsabkommen jetzt fundamental in Frage stellen muss. Denn die betreffen eben einseitig nur die Wertschöpfung. Und die Wertschöpfung findet typischerweise da statt, wo Forschung und Entwicklung sind und nicht so sehr da, wo am Ende verbraucht wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die Fraktion SPD ist Herr Binding. Ja, schönen Dank. Ich möchte gerne Herrn Dr. Pinkernell fragen und die OECD, und zwar inwieweit Entwicklungsländer von Gewinnverlagerungen und Gewinnkürzungen multinationaler Konzerne insgesamt betroffen sind. Dr. Pinkernell, bitte. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute an der Anhörung teilnehmen darf. Ich habe mir das in der Praxis als Berater natürlich mal gründlich angesehen. Auch die Studien der OECD und des IWF ausgewertet. Und da muss man schon sagen, dass es in der Praxis hier Gestaltungsmaßnahmen gibt, die letztlich zu einer Aushöhlung der Quellenbesteuerungsrechte der Entwicklungsländer führen. Wir haben ja gehört von Herrn Holle, dass die Entwicklungsländer darauf angewiesen sind, sich in einem größeren Umfang Quellenbesteuerungsrechte vorzubehalten. Und da greifen dann die Gestaltungsmaßnahmen ein. Ob die Zahl von mehr als 1% des Bruttoinlandsprodukts dieser Länder als Verlust zutrifft oder nicht, das kann ich hier nicht beurteilen. Ich kann aber sagen, dass die Gestaltung, die man in der Praxis vorfindet, so ein ganzes Spektrum abdecken. Da handelt es sich um die künstliche Vermeidung von Betriebsstätten. Das ist zum Beispiel dann das Kommissionärsmodell, wo also die Vertriebsgesellschaft abgeschmolzen wird zu etwas, was weniger Funktionen hat. Was ganz relevant ist aus der Sicht der Entwicklungsländer, ist das sogenannte Treaty Shopping. Da hat das Entwicklungsland einem anderen Staat auf Abkommensebene bestimmte Vergünstigungen zugestanden. Und jetzt kommen Drittstaatenangehörige, gründen in dem anderen Vertragsland eine Tochtergesellschaft und erschleichen sich dadurch die Hintertür die Abkommensberechtigung. Man sieht das in der Praxis ganz, ganz drastisch. Am Beispiel von Indien und von China, das sind jetzt beides keine Entwicklungsländer mehr, sondern Schwellenländer, aber da war die Entwicklung über viele Jahre. Ein Großteil der Direktinvestitionen nach Indien geht über Mauritius. Das ist eine kleine Insel. Der einzige Grund dafür, über Mauritius nach Indien reinzugehen mit der Investition, ist das günstige Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Mauritius und Indien. Dasselbe Thema war auch in der Praxis hier Hongkong als Gateway nach China, wo auch ein günstiges Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Also Treaty Shopping, sicherlich ein großes Thema hier in der Praxis. Ich will auch noch ein bisschen was sagen zu den Motiven der Unternehmen. Ja, die Steuergestaltung, die fällt ja nicht vom Himmel, damit werden ja auch bestimmte Zwecke verfolgt. Und da gibt es im Grunde zwei große Gruppen.
Das eine sind internationale Konzerne, die im Zusammenspiel mit den Defiziten ihres Heimatsteuerrechts es tatsächlich schaffen können, eine Keinmalbesteuerung zu erreichen oder zumindest einen Besteuerungsaufschub. Das trifft sicherlich zu für viele amerikanische Konzerne, die einen Vorteil davon haben, die Quellenbesteuerungsrechte auszuhöhlen und die Gewinne dann in Drittstaaten umzuleiten, wo erstmal keine Besteuerung stattfindet. Das US-Heimatrecht erfasst die Gewinne auch nicht, was sicherlich ein gewollter Wettbewerbsvorteil auch der USA ist, weil da eben Kriegskassen entstehen für Unternehmen. Also das ist so die eine Gruppe, tatsächlich die Möglichkeit, eine internationale Keinmalbesteuerung oder wenigstens so einen Besteuerungsaufschub zu erreichen. Dann gibt es aber noch andere Gründe, die ich für legitim halten würde. Das ist nämlich die Situation, dass ein Unternehmen auf einen Quellenstaat stößt, der sich nicht an die Regeln hält, der eigene Besteuerungsgrundsätze für Betriebsstätten einführt, die nichts mit der Besteuerung von Gewinnen zu tun haben, sondern zu einer Überbesteuerung führen, wo auch das Nettoprinzip gar nicht zur Anwendung kommt, sondern wo im Grunde nur abkassiert wird mit der Hilfe staatlicher Zwangsmittel. Und dann dient die Steuergestaltung dazu, so ein bisschen als Akt der Notwehr, diesem Konflikt mit dem Quellenstaat aus dem Weg zu gehen und schon die Zugriffspunkte, die Anknüpfungspunkte im Quellenstaat zu vermeiden. Das hat dann wieder zur Folge, dass der Ansässigkeitsstaat des Unternehmens das Steueraufkommen bekommt. Wenn es sich da um einen Industriestaat handelt, ist das natürlich gar nicht gewollt, weil der Industriestaat vielleicht gerade will, dass das Entwicklungsland sich selber mit Steuern finanziert, aber die Konflikte und die drohende Doppelbesteuerung führen dann dazu, dass das Steueraufkommen doch wieder in dem Industriestaat landet. Was ich noch hinzufügen möchte, ist Folgendes, und das geht auch aus den Untersuchungen hier des IWF hervor, ist, dass sich die Entwicklungsländer auch untereinander einen schädlichen Steuerwettbewerb liefern, wo also hier Tax Holidays und Sonderregime angeboten werden, die ineffizient sind, die vielleicht auch gar nicht erforderlich sind, weil die Unternehmen sowieso in dieses Land gekommen wären. Ja, dann ganz kurz noch ein Wort zu dem, was Professor Reimer angesprochen hatte, Verhältnis zwischen Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer. Das spielt eine ganz große Rolle in der sogenannten Digital Economy, wo ich also den Electronic Commerce Hub, der grenzüberschreitend tätig ist. Wenn dann die Länder anfangen, hier eine Körperschaftssteuer zu erheben auf bloße Umsätze in dem Land oder wie jetzt zum Beispiel Indien eine sogenannte Equalization Levy. Sowas macht die Geschäftsmodelle natürlich kaputt. Der richtige Weg ist da, diese grenzüberschreitenden Direktgeschäfte der Digital Economy im Rahmen einer Umsatzsteuer zu erfassen, wie die EU das ja auch vorexerziert hat. Es gibt also schon Lösungen dafür und das ist auch die Empfehlung der OECD hier, diese Geschäfte einer Umsatzsteuer zu unterwerfen, nicht aber der Körperschaftssteuer. Ja, danke. Vielen Dank, Herr Karanja. Yes, thank you very much for this question. Ja, vielen Dank für diese Frage. Es geht ja also um die Auswirkungen von BEPS auf die Entwicklungsländer. Und zunächst ist hier festzustellen, dass es keine konkreten Zahlen dazu gibt, anhand derer man das festmachen könnte. Was das BEPS-Projekt bisher gemacht hat, auch erfolgreich, ist, das Problem auf die Tagesordnung zu setzen. Das heißt, das Problem ist jetzt erkannt worden, auch bei den Entwicklungsländern, die jetzt erkannt haben, das ist wohl die Wurzel des Übels, auch ein Grund für Steuerausfälle. Und vor diesem Hintergrund ist das BEPS-Projekt hilfreich, weil es die Auswirkungen überhaupt erst aufzeigt, auch auf die Entwicklungsländer. Und daher gibt dieses Projekt den Entwicklungsländern jetzt auch die Chance, teilzunehmen an dem Projekt. Denn ursprünglich war das BEPS-Projekt, also das ursprüngliche Mandat, ausschließlich von den Industrieländern ausgehandelt worden. Das heißt, die Entwicklungsländer und damit auch die Quellenbesteuerung stand damals erstmal im Hintergrund, wenngleich das ja eigentlich im Mittelpunkt des ganzen Problems stehen sollte. Warum werden Gelder oder Gewinne verlagert in bestimmte Länder, wo sie dann nicht der Untersteuerung oder einer Niedrigbesteuerung unterliegen? Und ich denke, dass wenn jetzt die Entwicklungsländer über dieses inclusive Framework der OECD beteiligt werden an dem Dialog, dann wäre das sicherlich hilfreich und dann können wir die Auswirkungen von BEPS auch noch besser ermitteln. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein zentrales Projekt für die Entwicklungsländer, die hier beteiligt werden müssen.
Wie gesagt, es gibt keine konkreten Zahlen bislang, was die Auswirkungen angeht. Und es ist auch schwierig, bislang noch wirklich den politischen Willen hier zu finden, innerhalb der Entwicklungsländer, um an dem Prozess voll und ganz teilzunehmen. Also das ist wirklich einer der Bereiche, in dem die Entwicklungsländer auch unterstützt werden müssen, damit sie voll und ganz an dem Projekt teilhaben können, damit dann die Auswirkungen auch vollständig ermittelt werden können und diese drei Säulen, die ja auch bereits angesprochen wurden, dann auch analysiert werden können. Das heißt, wie können wir einen Rechtsrahmen schaffen? Wie können wir Zugang zu Daten erhalten, also Informationsaustausch? Ich komme aus Kenia und die Steuerverwaltung, die es dort gibt, hat keinen Zugang zu Daten, zu Informationen darüber, was anderswo passiert. Also diese Kapazitäten müssen gestärkt werden in der Steuerverwaltung, um die Herausforderungen von BEPS angehen zu können. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die CDU-CSU ist Herr Selle. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne ansetzen bei dem, was Dr. Pinkernel gesagt hat. Wenn es solche Länder gibt wie Mauritius, über die Investitionen getätigt werden, was kann man denn nun dagegen machen? Wie würde man denn auf internationaler Ebene vorgehen? Oder sind wir nicht da schon zum Scheitern verurteilt? Und das Gleiche trifft ja zur Frage der Steuerwettbewerbs der Länder untereinander. Wie kann ich es denn vermeiden, wenn die Länder nicht zustimmen? Und an Professor Eckhardt wollte ich die Frage stellen, was ist denn eigentlich das größere Problem? Die Steuerhinterziehung oder die Steuervermeidung? Und welches ist denn schwerer zu bekämpfen? Welches hat denn die größten Chancen auf Verhinderung, Vermeidung, Bekämpfung internationaler Ebene? Danke sehr. An wen ging die zweite Frage? Eckhardt. Professor Eckhardt? Reimer. Ach, Entschuldigung. Gut, okay. Reimer steht hier noch. Dr. Pinkernel, bitte. Ja, vielen Dank. Das war ja zunächst die Frage hier nach Mauritius. Das ist letztlich eine Frage der Kraftverhältnisse. Wir haben ja ein bisschen was gesehen, dass die EU jetzt angefangen hat, ihre schwarzen Schafe zu erziehen. Also ich spreche hier über Luxemburg, die Niederlande, Irland und so weiter. Da hat ja sowohl die EU-Kommission mit den Beihilfeverfahren schon Maßnahmen ergriffen. Außerdem gibt es ja im Rahmen jetzt der Umsetzung des BEPS-Projekts ja auch Verständigungen zu diesen Patentboxen und so weiter. Also da tut sich schon ein bisschen was zwischen zivilisierten Staaten. Ich meine, dass da die Diskussion international jetzt auch weiter ist und die Hoffnungslosigkeit, die man vielleicht früher hatte, so einem leichten Hoffnungsschimmer weicht. Außerdem habe ich in der Praxis gesehen, dass einzelne Staaten durchaus in der Lage sind, sich selber zu helfen, wenn sie nur eine gewisse Größe haben. Indien ist, glaube ich, 15 Jahre lang von Mauritius da geplagt worden. Und jetzt ist Indien so groß und stark, dass es denen gelungen ist, das DBA mit Mauritius neu zu verhandeln. Und da sind eine Menge jetzt dieser Vorzugsmöglichkeiten nicht mehr drin. Also da hat sich auch was getan. Man sieht jetzt in der Praxis doch, dass sich hier ein bisschen was bewegt. Ich meine auch, dass das G20-Projekt jetzt übergreifend, was ja zwischen 85% und 90% des Weltbruttoinlandsprodukts repräsentiert, dass das einen Schritt nach vorne gebracht hat. Und wir haben gesehen, dass die europäischen Staaten da mitziehen. China und Indien sind mit an Bord. Das sind also schon drei der vier größten Volkswirtschaften in der Welt. Was jetzt noch schön wäre, das wäre, wenn die Amerikaner mitziehen würden. Ich denke, dass dann eine Koalition tatsächlich stehen würde, um hier diese internationalen Steuerstandards nach oben zu ziehen. Ob das aber klappt mit den Vereinigten Staaten, ist sehr schwierig. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Obama-Regierung alles immer politisch absegnet und es unterschreibt und dass dann der amerikanische Kongress die Umsetzung verweigert beziehungsweise sogar mit Gegenmaßnahmen droht. Also das wäre ein Punkt, wo man noch ansetzen könnte, wie bekommt man hier die USA mit ins Boot, die das Steuerrecht als Waffe im Wettbewerb benutzen, wie bekommt man die mit ins Boot, was wäre der richtige Anreiz, dann würde das auch international funktionieren. Vielen Dank. Professor Dr. Reimer, bitte. Vielen Dank. Und das ist nicht nur wichtig, sondern entscheidend, dass die Amerikaner mit ins Boot kommen. Und wenn ich auf Ihre Frage antworten darf, wo das größere Problem liegt bei Steuerhinterziehung, die eine Straftat ist, jedenfalls Ordnungswidrigkeit, oder Steuervermeidung, dann würde ich auch da sagen, es kommt darauf an,
auf welches Land Sie abstellen und auch ein bisschen auf welche Art von Wirtschaft Sie abstellen. Wenn man die Länder betrachtet, dann wird man für Deutschland sagen müssen, dass jedenfalls im Bereich der Unternehmensbesteuerung Steuerhinterziehung kein zentrales Problem ist. Das können sich die Unternehmen aus Compliance-Gesichtspunkten jedenfalls ab einer Größe von mehreren Mitarbeitern längst nicht mehr leisten. Die Steuervermeidung, die legal ist, ja, also bei der der Steuerpflichtige schlicht und einfach seinen verfassungsrechtlichen Möglichkeiten in Anspruch nimmt, dass er nur dann Steuern zahlen muss, wenn die Gesetze, die Sie beschließen, das auch vorsehen, die ist intellektuell und auch praktisch eine gigantische Herausforderung. Und das ist ja auch der Hintergrund der Tatsache, dass es die Industriestaaten waren, die das BEPS-Projekt angestoßen haben. Aus der Perspektive von Entwicklungsländern ist das Bild genau umgekehrt. Da ist mein Eindruck, auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, dass die Frage der Steuerplanung durch Unternehmen gar nicht so zentral ist. Der Fair Share wäre schon da, es mangelt an Vollzugsmöglichkeiten. Und zu den Vollzugsmöglichkeiten gehören in der Tat auch Informationsmöglichkeiten. Und die Informationsmöglichkeiten werden die Entwicklungsländer möglicherweise nicht ganz von alleine erlangen, sondern dabei müssen die entwickelten Länder helfen. Und insoweit ist das BEPS-Projekt, was den Informationsaustausch, auch ein bisschen das Country-by-Country-Reporting angeht, sicherlich zunächst mal auch ein Instrument, mit dem die strafbare Steuerhinterziehung in den Entwicklungsländern sinnvoll bekämpft werden kann. Ja, das als erste Antwort. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die Fraktion Die Linke ist Dr. Trost. Ja, danke schön. Meine Fragen gehen zunächst an den deutschen Vertreter des Tax Justice Network. Und mein Kollege gleich wird in der zweiten Runde dann an das gleiche Netzwerk, aber eben dem Vertreter aus Afrika, die Fragen stellen. Kollege Mainzer, Sie arbeiten in Ihrer Stellungnahme raus, dass im Wesentlichen es zwei große Felder gibt von Steuerhinterziehung, Steuervermeidung. Das ist erstens die Frage Vermeidung von Unternehmenssteuern hier bei uns über Steueroasen, die insbesondere eben von multinationalen Konzernen betrieben wird, und zum anderen aus Offshore-Steuerflucht, wo wirtschaftliche und politische Eliten aus Entwicklungsländern heraus Steuerhinterziehung machten. Und deswegen zwei Fragen. Erstens, warum bedarf es vor dem Hintergrund der bisher verfügbaren Daten vollständiger und öffentlicher, länderspezifischer Berichtspflichten für Konzerne, sogenannte Country-by-Country-Reporting, um die Auswirkungen der Unternehmenssteuervermeidung auf die Entwicklungsländer zu beheben? Und zweitens, für den zweiten Komplex, welche Rolle nimmt Deutschland bei der Offshore-Steuerflucht und internationalen Unternehmenssteuervermeidung ein und wie kann man da in der Bekämpfung ansetzen? Vielen Dank, Herr Mainzer, bitte. Vielen Dank. Erste Frage, warum wir öffentliches Country-by-Country-Reporting brauchen oder Entwicklungsländer diese brauchen, um ihre Steueransprüche durchzusetzen. Zunächst einmal ist die kurze Antwort darauf, dass nur so Entwicklungsländer Zugang zu ganz grundlegenden Konzernbilanzdaten bekämen, die sie in die Lage versetzen würden, ihre eigenen Steuergesetze anzuwenden, Abwehrmaßnahmen gegen Gewinnverschiebungen umzusetzen und Steueraudits nach einer Risikobewertung zielgerichtet durchführen zu können. Der IWF hat 2015 beziffert, in einem Arbeitspapier hat er geschätzt, dass Entwicklungsländer sehr viel stärker relativ betroffen sind von Steuervermeidung als Industrienationen. Und zwar 6-13% schätzt der IWF entgegen Entwicklungsländern jährlich, gemessen an den Steuereinnahmen, die diese Länder haben, jährlich, während bei den OECD-Staaten das nur 2-3% sind. Das kommt zustande, weil eben die Wirtschaftsaktivität nicht die Gewinne nicht anhand der Wirtschaftsaktivität in den Ländern ausgewiesen wird, ein sogenanntes Misalignment, nicht im Einklang befindlich dieser beiden Größen. Währenddessen ist die OECD-BEPS-Initiative 2013 mit dem erklärten Ziel angetreten, genau diese beiden Größen in einen größeren Einklang zu bringen. Man möchte hier diese Übereinstimmung von Gewinnen und wirtschaftlicher Aktivität herstellen. Das ist das überragende Ziel von BEPS, um zu evaluieren, wie gut das gelingt. Gab es einen eigenen Aktionsplan, den 11. Aktionsplan der OECD, die 2012 veröffentlicht wurde. Und darin schreibt die OECD auf Seite 4, ich möchte das kurz zitieren, weil es so entscheidend ist. Significant limitations of existing data sources mean that economic analysis of BEPS is severely constrained. More comprehensive data is needed. Also die OECD selbst schreibt, dass es dass umfassendere Daten notwendig sind, um bewerten zu können, ob sich etwas an der Steuervermeidung weltweit verändert, verbessert oder sogar verschlimmert in den nächsten Jahren.
Öffentliches Country-by-Country-Reporting würde genau diese Datengrundlage bereitstellen. Entscheiderinnen in Nord- und Südhemisphäre könnten in Zukunft empirisch fundierte Lösungen entwickeln anhand solcher Daten. Sie könnten das Ausmaß der Verluste beziffern, die ja so wichtig ist, um den politischen Druck gegen mächtige Lobbyinteressen aufrechtzuerhalten, aber auch um gesetzgeberisch zielführend und effektiv handeln zu können. Nochmal, was ist Country-by-Country-Reporting genau? Hier geht es um die Veröffentlichung von Eckdaten aus der Konzernbilanz, die schon heute in den meisten Staaten der Welt veröffentlicht werden müssen. Es sind Angaben zu Umsatz, Personalstärke, Gewinn und Steuerzahlungen etwa. Das Neue daran wäre lediglich, dass diese Daten künftig durch die Konzernmutter zentral für den Gesamtkonzern veröffentlicht würden, nach allen Ländern aufgeschlüsselt. Für Banken gibt es solche schon seit 2014. Die OECD hat ihre eigene Variante des Country-by-Country-Reporting entwickelt. Auf Druck auch Deutschlands und der USA ist dieses Country-by-Country-Reporting aber nicht öffentlich, mit ganz schwerwiegenden Folgen für Entwicklungsländer, Möglichkeiten, ihre Steueransprüche durchzusetzen. Nach dem neuen OECD Country-by-Country-Reporting sollen diese Steuerdaten, diese Konzernbilanzdaten nur den Steuerbehörden des Konzernmuttersitzes zur Verfügung gestellt werden und dann ausgewählten Ländern unter strengen Auflagen zur Verfügung gestellt werden. Sehr selektiv, sehr löchrig und mit sehr hohem Aufwand für die empfangenen Länder verbunden. Eine Studie von Ernst & Young aus dem August 2015 prognostiziert, dass der allergrößte Teil der Länder des Südens, der südlichen Hemisphäre, durch diesen OECD-Standard nicht in den Genuss des Empfangs der Country-by-Country-Reporting-Daten kommen werden. Also Entwicklungsländer, jene, die am meisten betroffen sind durch die Gewinnverlagerungen von Konzernen, bleiben also künftig außen vor von der Nutzung dieser Daten. Und die Ungleichheit bei Besteuerungsrechten zwischen OECD und Nicht-OECD-Staaten wird dadurch noch verschärft. Information ist Macht, gerade im Steuerbereich ist das so deutlich bei diesen Konzernbilanzdaten. Wer in Besitz von diesen Daten ist, kann gezielt Steueraudits anstrengen, kann höhere Steuereinnahmen generieren. Und noch ein ganz anderer Grund, warum für Entwicklungsländer öffentliches Country-by-Country-Reporting entscheidend ist. Nur dadurch kann die Rechenschaftspflicht auch der Steuerverwaltung und der politischen Leitung wieder erreicht werden. Wir haben in Europa durch die Luxemburg-Leaks entdecken müssen, dass im Herzen Europas illegale Steuerpraktiken gedeihen, um sich greifen. Viele andere Staaten haben sich ähnlicher illegaler Praktiken bedient. Das heißt, die Integrität der Steuerverwaltung auch hierzulande in unseren Breiten kann nicht mehr vorausgesetzt werden, so ohne weiteres. Umso mehr gilt das natürlich auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass durch solche öffentlichen Berichte endlich wieder deutlich wird, was machen denn Steuerverwaltungen tatsächlich on the ground. Zur zweiten Frage der Rolle Deutschlands im Offshore-Steuervermeidungs-Steuerfluchtgeschäft und die Rolle Deutschlands bei der Bekämpfung desselben ebenfalls. Zunächst mal ist Deutschland selbst ein Steueroasenland oder ein Offshore-Zentrum für Steuerausländer. Wir haben hier nach Zahlen der Bundesbank im August 2013 2,5 bis 3 Billionen Euro, die steuerbefreit von Ausländern hier zinstragend angelegt sind. Das sind etwa Bankguthaben und Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Aber nur ca. 1% dieser Summen, dieser Erträge, werden an die Heimatländer, bisher der EU-Staaten, gemeldet. Schätzungsweise entstehen dadurch im In- und Ausland Steuerverluste von bis zu 24 Milliarden Euro jährlich. Das wird auch unterstützt, dieses Modell einer Steueroase Deutschland, durch Strafbarkeitslücken, die, man muss sagen, ihresgleichen suchen weltweit. Die Steuerhinterziehung in Deutschland ist keine Vortat zur Geldwäsche. Das bedeutet, dass ein deutscher Banker inländisch wissentlich Geld aus ausländischer Steuerhinterziehung stammend annehmen darf, ohne hier, selbst wenn das alles auffliegt, ins Gefängnis zu müssen. Das ist in Frankreich, in Großbritannien, aber selbst in Singapur anders. Außerdem herrscht eine Strafbarkeitslücke bei den Vortaten der Geldwäsche, der Untreue, der Vorteilsnahme und der Erpressung. Also wenn Korruptionsgelder aus dem Ausland hier ankommen, wieder das Gleiche. Wir rollen letztlich ausländischen Kleptokraten den roten Teppich aus, weil ein indischer Banker dieses Geld wissentlich, vorsätzlich annehmen darf. Selbst wenn er ganz offen sagt, der korrumpierte Mensch aus dem Ausland, dass er dieses Geld veruntreut hat. Das ist auch eine international unerhörte Sache. Viele andere Staaten haben hier den Korruptionsstraftatbestand im Geldwäschebereich enthalten. Die Schweiz etwa, aber auch die USA und Australien und Großbritannien ebenso. Der automatische Informationsaustausch dürfte an diesem ganzen Problemfeld etwas ändern. Da ist Deutschland sicherlich ein Vorreiter, aber hier auch droht es, zu einem Papiertiger zu verkommen, denn wir bestrafen, selbst bei vorsätzlicher Missachtung der Berichtspflichten, nur mit 50.000 Euro, wer falsch meldet. Die Daten drohen deshalb
an Strohmänner und Scheindirektoren gesendet zu werden, etwa in Zypern, in Panama oder in den Kaimaninseln, statt an die wirklichen Herkunftsländer dieser Gelder. Und was die Unternehmensbesteuerung betrifft, möchte ich nochmal auch Bezug nehmen auf das Lob der Freistellungsmethode und dem nochmal ganz entschieden entgegentreten. Die Freistellungsmethode im deutschen Unternehmenssteuerrecht hat einen gegenteiligen Effekt, den wir gerade bestaunen konnten. Denn in der Tat fördert es in Entwicklungsländern ruinöse Steuersenkungskriege und Wettläufe. Nur durch die Freistellung im Inland, dass wir Dividenden grundsätzlich nicht hier nachbesteuern, haben Entwicklungsländer überhaupt erst einen Anreiz, ihre eigenen Steuersätze derart zu senken, in der Hoffnung auf deutsche Investitionen etwa. Würden wir ein Anrechnungssystem fahren, wie das viele andere Staaten tun, dann wäre dieser Anreiz über Nacht weg. Außerdem verficht Deutschland sehr lange, in den letzten Jahrzehnten immer wieder auf internationaler Ebene, eine sehr enge Definition einer Betriebsstätte, was wiederum die Besteuerungsrechte von Entwicklungsländern schmälert. Also das betrifft hier die Doppelbesteuerungsabkommen. Etwa Auslieferungslager werden nicht nach deutscher DBA-Verhandlungsgrundlage als Betriebsstätte definiert. Damit kommt es einerseits zu einer Steuerersparnis deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern, aber umgekehrt auch zu einer Steuersparnis etwa von US-Konzernen im Inland von ungefähr 7 Milliarden US-Dollar pro Jahr in Deutschland. Auch die Quellensteuersätze, die vorhin angeklungen waren, möchte ich nochmal relativieren. Eine Studie aus dem Jahr 2013 untersuchte die deutschen DBAs mit Entwicklungsländern und kam darin zum Ergebnis, dass eben die Quellensteuersätze in den letzten Jahren zunehmend weiter gesenkt wurden, nämlich sie sind nur noch einstellig in den deutschen DBAs mit Entwicklungsländern, während sie bis in die 80er Jahre hinein noch zweistellig waren. Also hier verfolgt Deutschland entgegen des bisher erweckten Eindrucks eine ganz aggressive Steuersenkungspolitik in den Entwicklungsländern und sorgt dafür ganz aggressiv für mehr steuerweise Einkünfte weltweit und zu einem Schaden der Entwicklungsländerfinanzen. Soweit. Darf ich noch mal an knappe Antworten erinnern? Es ist vielleicht gut, wenn Sie Ihre Frage beantworten und nicht alles, was vorher passiert ist, noch mal kommentieren, sonst kommen wir hier heute nicht durch. Nächster ist Herr Mossioma. Hatten Sie nicht zwei angesprochen? Nein, der kommt später. Ah, okay. Entschuldigung, mein Fehler. Nächster Fragesteller für die Fraktion Die Grünen ist Dr. Gamke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht sowohl an Herrn Dr. Haldewang vom Deutschen Institut Entwicklungspolitik und an Herrn Nguyen Tan von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und mit meiner Frage möchte ich mich konzentrieren auf das, was wir in den Entwicklungsländern an Strukturen vorfinden. Denn wir haben jetzt ja schon die Stellungnahmen gehört, die mehr aus dem Blickwinkel sozusagen der westlichen Entwicklungsstaaten herkommt. Aber sie finden ja dort eine Struktur vor, sodass zum Beispiel in einer Stellungnahme steht, die leistungsfähigen Finanzverwaltungen sind notwendig in den Entwicklungsstaaten. Und deshalb meine Frage, was sind denn die dringendsten Themen, die wir angehen müssen, eben mit dem Blickwinkel der Umsetzbarkeit? Wir haben über Umsatzsteuern oder Ressourcensteuern gehört und die vergleichsweise Schwierigkeiten, die in den Entwicklungsstaaten wirklich umzusetzen, obwohl es natürlich eine sehr transparente Art der Besteuerung wäre. Also welche Besteuerungsarten sind eigentlich vorzuziehen und wie kann man, die GEZ macht ja einiges als Einzelprojekte, aber wie kann man dann sozusagen das übertragen in eine Struktur, die eben allgemeingültig ist und nicht nur spezifisch für das Einzelentwicklungsland, das jetzt ganz spezifische Probleme hat. Ich bitte Sie beide, dazu Stellung zu nehmen. Dr. von Haldenwang, bitte. Ja, vielen Dank. Wenn wir von Entwicklungsländern sprechen, dann müssen wir uns klar sein darüber, dass wir von einer sehr heterogenen Gruppe von Ländern sprechen. Ich glaube, das ist wichtig, das hier nochmal deutlich anzusprechen. Wir haben Niedrigeinkommensländer und Niedrig-Mitteleinkommensländer insgesamt 82 und nur mit 24 von denen hat Deutschland im Übrigen auch Doppelbesteuerungsabkommen, was ja auch sinnvoll ist. Man hat ja nur Doppelbesteuerungsabkommen mit Ländern, mit denen man auch im Handel treibt. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Ländern, die durch diese internationalen Praktiken von Steuerhinterziehung und Vermeidung betroffen sind, ohne dass sie jetzt hier in den bisherigen Ausführungen so sehr deutlich angesprochen worden sind.
Darum bin ich sehr dankbar für diese Frage. Ich würde sagen, wenn es darum geht, welche Reformen und welche Aspekte besonders angegangen werden müssen, dann ist das zum einen man muss darauf hinarbeiten, dass die Länder in der Lage sind, die doppelten Anforderungen, denen sie ausgesetzt sind, besser zu erfüllen. Sie sollen ja einmal viel stärker sich integrieren in die internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen. Das heißt, sie sollen teilnehmen am Informationsaustausch und so weiter. Dafür brauchen sie selber viel bessere Datengrundlagen. Das geht nicht nur um die Verbesserung und die Reform von Steuerregistern im engeren Sinne oder die Vertiefung von Betriebsführung, sondern es müssen die Statistikbehörden insgesamt gestärkt und verbessert werden. Da müssen wir also über den Steuerprozess und das Steuersystem im engeren Sinne hinausschauen. Zu den ganzen administrativen Reformen, die notwendig sind, nehme ich an, wird David Nguyen-Tan sicherlich eine ganze Reihe von Sachen dazu sagen können. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es bei Steuerpolitik und bei den Besteuerungsarten durchaus darum geht, die Unternehmenssteuer stärker in Blick zu nehmen. Wir werden es nicht schaffen, die Länder dabei zu unterstützen, ihren Finanzierungsverpflichtungen international nachzukommen, wenn wir ausschließlich auf die Verbrauchssteuer setzen. Und Entwicklungsländer haben typischerweise Steuersysteme, bei denen die Unternehmenssteuern im engeren Sinne größere Bedeutung haben für das gesamte Steueraufkommen. Die Besteuerung der Privathaushalte, die Einkommensbesteuerung der Privathaushalte hingegen, fällt da weit gegen ab im Vergleich zu den OECD-Ländern. Sie sind aber gleichzeitig sehr abhängig von einer kleinen Zahl von Unternehmen und deren Verhalten. Und es ist sehr wichtig, dass die Entwicklungsländer dabei unterstützt werden, sich administrativ gegenüber den großen Unternehmen auf Augenhöhe bewegen zu können. Ich möchte es mal so sagen. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, Betriebsführungen durchzuführen. Sie müssen in der Lage sein, komplexe Unternehmenskonstellationen, die auf Steuervermeidung ausgerichtet sind, zu durchschauen und damit umzugehen. Wir wissen ja in der Praxis, dass Steuerverwaltung häufig eine Art Verhandlungsprozess ist in Entwicklungsländern mit den großen Unternehmen. Und in diesem Verhandlungsprozess, da geht es nicht nur um die rechtlichen Grundlagen, in diesem Verhandlungsprozess müssen Entwicklungsländer und die Regierungen gestärkt werden gegenüber den Unternehmen. Vielen Dank, Herr Nguyen Tan, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, richtig. Vielen Dank für die Frage. Ich möchte zunächst bestätigen, was auch hier schon von einigen Vorrednern betont wurde, die Relevanz der internationalen Steuerplanung oder aggressiven Steuervermeidung für Entwicklungsländer. Das wurde in einschlägigen Untersuchungen des IWF und anderer Forschung dokumentiert, wenngleich die empirische Basis immer noch schwach ist. Aber allein der Hinweis darauf, dass Körperschaftssteuern einen größeren Anteil am Gesamtsteueraufkommen in vielen Entwicklungsländern haben als in OECD-Ländern, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Von daher ist, glaube ich, die Diskussion, die wir hier führen, auch zu BEPS hochrelevant. Meine Antwort geht eigentlich doch in eine andere Richtung. Ich denke, es wäre falsch, einseitig das Thema Entwicklungsländer auf internationale Steuerhinterziehungsfragen zu reduzieren. Wir sehen in den Ländern, in denen wir beratend tätig sind, in der Regel im Auftrag der Bundesregierung, dass ein Großteil der Probleme hausgemacht sind. Das heißt, wir reden von Steuerhinterziehung, die zum Teil weitreichend ist in diesen Ländern und verschiedenste Ursachen hat. Zum einen geht es zurück auf Schwächen in der Steuergesetzgebung und der nationalen Steuerpolitik. Ich möchte ein Beispiel nennen, das sind in fast keinem Entwicklungsland keine Steueranreize, Tax Holidays und dergleichen. Darauf wird seit vielen Jahren von internationalen Organisationen auch hingewiesen. Auch wir machen das zum Gegenstand unserer Beratung. Aber man muss natürlich verstehen, dass nationale Steuerpolitik auch Hoheitspolitik ist und diese Vergünstigungen zum Teil auch bewusst vorhanden sind. Das führt in vielen Fällen dazu, dass das Potenzial in diesen Ländern für die Steuereinnahmen eben nicht genutzt wird. Das führt dazu, dass es missbräuchliche
Tatbestände gibt. Ein Klassiker in vielen Ländern ist die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen, die bestimmte mehrjährige Steuervergünstigungen anbieten. Diese werden dann oft von nationalen Unternehmen genutzt, die Scheingründungen machen, um sozusagen von den Vorteilen zu profitieren. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, was der Kollege Dr. Haldenwang auch schon erwähnt hatte, die Bedeutung von direkten Steuern, Einkommensteuern, Körperschaftssteuern auf nationaler Ebene. Auch hier, glaube ich, ist ein großer Handlungsbedarf und der ist nicht nur im steuerpolitischen, gesetzgeberischen Bereich zu sehen, sondern gerade im Vollzug. Also die Steuerverwaltung ist in vielen Ländern nicht vorbereitet, wenngleich das Bewusstsein, glaube ich, heute da ist. Also man kann nicht von einem Wissensproblem sprechen, sondern man muss von einem Vollzugsproblem sprechen. Gerade in den Bereichen Umsatzsteuer, aber auch in der Einkommensteuer, ein Klassiker in vielen Hauptstädten und Wirtschaftsmetropolen, in denen wir auch tätig sind, ist beispielsweise das Phänomen Vermietung und Verpachtung. Das hört sich trivial an. Aber die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung in großen Wirtschaftsmetropolen können enorm sein. Und es sind in der Regel Einnahmen, die den Eliten und privilegierten Kräften in dieser Gesellschaft zugutekommen. Das sind Maßnahmen, die kann man angehen durch Steuerstrategien, beispielsweise der Compliance, indem man die Steuerverwaltung gezielt stärkt, mit risikobasierten Systemen, IT-gestützt und auch durch Training und Schulung. Das sind natürlich Reformen, die langwierig sind und nicht über Nacht zu vollziehen sind, aber es sind wichtige Maßnahmen, die aus unserer Sicht erfolgen sollten. Ich möchte abschließend noch mal darauf hinweisen, dass diese Stärkung von Steuersystemen aus unserer Sicht nicht isoliert stattfinden sollte, sondern in ganzheitlichen Ansätzen, die auch auf Transparenz im Haushaltswesen, also auch auf die Mittelverwendung abzielen sollten. Denn es ist aus unserer Sicht nur ein Teilgewinn, wenn die Einnahmen partiell steigen, aber an anderer Stelle diese Einnahmen eben fehlverwendet werden. Deswegen verfolgen wir auch im Auftrag der Bundesregierung in der Regel einen ganzheitlichen Ansatz, der auch die Kontrollinstanzen und den Rechnungshof mit im Blick behält. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die SPD-Fraktion ist Herr Binding. Ja, wir haben ja vorhin gehört, dass die Betroffenheit der Länder durch Gewinnverlagerung und Gewinnverkürzung nicht quantifizierbar ist. Ich würde jetzt gern Mr. Murphy und Herrn Saint-Amand fragen, welche Auswirkungen hat jetzt der generelle OECD-Ansatz auf Entwicklungsländer mit Blick darauf, dass wir die Besteuerung im Land der wirtschaftlichen Aktivität vornehmen werden? Herr Murphy, bitte. Thank you and thank you for asking me to come today on the question of quantification. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich auch eingeladen haben. Ich habe zum Thema Quantifizierung auch etwas eingereicht. Ich habe hier ganz spezifische Referenzen, die tatsächlich quantifizierte Zahlen vorlegen können. Und diese Zahlen belegen ganz eindeutig, dass die Steuervermeidung sehr wichtig ist, dass es die Entwicklungsländer ca. 1 bis 200 Millionen pro Jahr kosten. Wir dürfen aber das Problem der Steuerhinterziehung wirklich nicht außer Acht lassen. Milliarden. Ich sagte Milliarden. Entschuldigen Sie. Also, das zu quantifizieren ist natürlich wichtig, aber der OECD-Ansatz und der Auswirkung auf die Entwicklungsländer, der von der OECD verfolgt wird. Ich möchte hier unbedingt hervorheben, dass der BEPS-Prozess der OECD tatsächlich nicht wirklich funktioniert oder ausreichend funktioniert. Ich möchte jetzt hier auch keinen beleidigen. Ich weiß, ich bin hier ja von OECD-Vertretern, auch aus Paris hier vertreten. Aber ich muss einfach sagen, dass auf OECD-Ebene der ganze Prozess noch nicht wirklich funktioniert hat. Wenn wir uns einmal anschauen, welche Erwartungen wir hatten, dann möchte ich auf Artikel 25 hier verweisen, aber natürlich auch auf die Erklärung der G20 im Jahre 2015. Damals wurde gesagt, dass zum Nutzen der Entwicklungsländer tatsächlich Country-by-Country-Reporting eingeführt wird, um das Steueraufkommen dieser Länder zu erhöhen. Und in der Tat ist es aber so, dass wir dieses Country-by-Country-Reporting noch nicht zum Nutzen der Entwicklungsländer eingeführt haben. Denn
Für die Mehrheit dieser Entwicklungsländer wird dieses Country-by-Country-Reporting keinen großen Unterschied machen, denn die Staaten bzw. die Anforderungen, die man erfüllen muss, um tatsächlich diese Country-by-Country-Reporting abzugeben, ist sehr hoch. Das sind Umsatzschwellen von 750 Milliarden Euro für ein Unternehmen. Und Länder, die mit Entwicklungsländern hier Handel betreiben, werden auf eine solche Zahl nicht kommen. Von daher muss ich sagen, auf dieser Ebene hat der Ansatz versagt. Man muss sich natürlich an den Staat der Muttergesellschaft wenden. Und natürlich weiß man, dass das natürlich auch sehr lang dauern wird, bis diese Informationen dann auch bei den Entwicklungsländern ankommen, wenn sie denn überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Und wir wissen ja nicht, ob das tatsächlich eintreten wird. Lassen wir uns also nochmal auf die Bilanzierung zu sprechen zu kommen. Ich selber war ein Prüfer. Ich habe meine Ausbildung bei KPMG gemacht. Ich verstehe, wie das alles läuft. Ich verstehe, wie auch Betriebsprüfungen laufen. Und ich habe ja dieses Country-by-Country-Reporting letztlich mitbegründet. Und wenn wir uns über Bilanzierung sprechen, dann muss man sagen, dass die Absicht bei CBCR nie darin lag, dass wir hier Steuerinformationen haben wollten. Es ging immer um die Bilanzen. Es sollte diese Informationen sollten veröffentlicht werden für alle multinationalen Großkonzerne, und zwar ohne Ausnahme. Der Grund dafür war ein ganz einfacher, und das werde ich Ihnen jetzt sagen. Natürlich war da auch ein steuerlicher Gedanke dahinter, aber was wir erreichen wollten, war herauszufinden, wo kommen eigentlich die Gewinne her? Wo werden die Gewinne erzielt? Und ich und John Christensen, wir waren ja die Begründer auch beim Tax Justice Network im Jahr 2013 und haben das da schon auf die Tagesordnung gesetzt. Was wir tatsächlich wollten, war herauszufinden, wo die Gewinne entstehen. Was wir damals nicht beabsichtigten hatten, war tatsächlich das auch zum Nutzen für die Entwicklungsländer zu machen. Von daher ist natürlich Country-by-Country-Reporting ganz entscheidend. Aber es muss natürlich zum richtigen Moment durchgeführt werden. Und dann können wir sehen, ob das auch wirklich funktioniert. Das ist aber eines der großen Probleme. Und lassen Sie mich auf einen weiteren Grund zu sprechen kommen, warum es für die OECD gänzlich unmöglich ist, Besteuerung dort anzusiedeln, wo tatsächlich auch der Gewinnerzielung stattfindet. Es gibt ja auch die Erklärung der G20, Artikel 25 hier. Da steht, dass Steuergewinne am Ort des Entstehens tatsächlich zu besteuern, dass das nicht möglich ist. Denn jedes einzelne Unternehmen mit seinen ganzen Subunternehmen kann ja mit den Verrechnungspreisen seine eigenen Konstrukte aufbauen. Von daher ist es ganz wichtig, dass man hier die Steuergestaltungsmöglichkeiten von multinationalen Gruppen eingrenzt. Man sollte also einen einheitlichen Steuersatz für die gesamte Gruppe haben, für den Gesamtkonzern haben. Und der IFRS hat das ja natürlich auch angemerkt, denn sämtliche Bilanzen eines Großunternehmens sollten dann natürlich das Gesamtergebnis wirklich ausweisen. Das ist natürlich für die Besteuerung ein sehr interessanter Ansatz, aber das nochmal als Nebenkommentar. Aber für mehr Steuergerechtigkeit müssen wir hier klarer sehen. Wenn wir diesen Weg eingeschlagen hätten, was wir aber nicht haben, haben wir nämlich BEPS aufgelegt. Und ich begrüße den BEPS-Aktionsplan, denn es ist besser als nichts zu haben. Das muss man mal ganz schlichtweg sagen. Aber BEPS ist tatsächlich ein Schritt auf einem Weg, den wir vielleicht nicht unbedingt als ersten gebraucht hätten. Denn wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir einen einheitlichen Steuersatz für große multinationale Unternehmen haben. Dankeschön. Thanks for the invitation. We're happy vielen Dank für die Einladung zu dieser öffentlichen Anhörung. Und ich entschuldige mich für die kleine Verspätung. Ich war noch bei einer anderen Konferenz gewesen. Jetzt zu Ihrer Frage. Dazu möchte ich zunächst Folgendes feststellen. In der Tat ist es so, und darüber herrscht ja auch Konsens, dass die Entwicklungsländer zu leiden haben unter Gewinnverlagerung und Gewinnverkürzung. Das ist zwar schwierig zu quantifizieren,
Jahren und absolut ist es weniger als in den Industrieländern, aber relativ gesehen zu ihrem BIP sind die Ausfälle sogar größer als in den Industrienationen, da bei ihnen, da sie stärker abhängen von Einkommensteuern als die Industrienationen, sodass man sogar sagen kann, dass BEPS noch wichtiger ist für die Entwicklungsländer als für die Industrienationen. Insgesamt geht es hier um 15 Aktionspunkte, verschiedene Empfehlungen, beste Praktiken, bewährte Verfahren, also ein ganzheitliches Paket, um das es hier geht, das darf man auch nicht vergessen. Und in diesem Paket gibt es nichts, aber auch gar nichts, was gegen die Interessen der Entwicklungsländer verstoßen würde, entgegen der Kritik, die teilweise vorgebracht wurde. Nichts in diesen Aktionspunkten ist schädlich für die Entwicklungsländer. Positiverum formuliert, und das wäre mein Ansatz, könnte man stattdessen sagen, dass es sehr wohl sehr sinnvolle und gute Maßnahmen gibt für die Entwicklungsländer. Denn es geht hier nicht Entwicklungs- gegen Industrieländer, es geht stattdessen um den Kampf zwischen Ländern, die Steuern erheben und den Steueroasen. Darum geht es bei BEPS und daher können die Entwicklungsländer durchaus davon profitieren. Der Kampf zum Beispiel gegen das sogenannte Treaty Shopping. Die DBAs sind in der Regel bilateral. Das wissen Sie, es werden die Besteuerungsrechte darin festgelegt, aber das wird jetzt ausgenutzt. Das heißt, es gibt dieses Treaty Shopping. Man geht in einen Drittstaat, in den dann die Gewinne verlagert werden, sodass dann die Ansässigkeitsbesteuerung umgangen wird. Ein Beispiel wurde hier ja bereits genannt, Indien bzw. also Mauritius, was jahrelang zwischengeschaltet wurde. Und dank dem BEPS-Projekt kann man auch sagen, dass sich das geändert hat zwischen dem DBA, zwischen Mauritius und Indien. Das ist also ein erster Fortschritt. Die Entwicklungsländer stehen auf Augenhöhe zu den Industrienationen bei dem sogenannten multilateralen Instrument, das dann der Umsetzung der Mindeststandards dienen soll. 96 Länder verhandeln ja derzeit dieses multilaterale Instrument, das bis Jahresende zur Unterzeichnung ausliegen soll. Und das wird über mehrere tausend DBAs dann auch betreffen. Dann die Verrechnungspreisleitlinien. Auch hier geht es natürlich zentral, wo ist die Substanz, wo findet die wirtschaftliche Aktivität statt. Hier wird es Vereinfachungen geben, auch was die Vergleichsgrößen angeht. Also das BEPS-Prozess wird insgesamt zum Nutzen der Entwicklungsländer sein. Und was das Country-by-Country-Reporting angeht, hier bei allem Respekt würde ich Richard Murphy gerne widersprechen. Er sagte, es ist gescheitert, dem kann ich nicht zustimmen, denn das Country-by-Country-Reporting wird allen interessierten Ländern zur Verfügung stehen. Es handelt sich hierbei um einen Mindeststandard, zu dem sich alle Staaten verpflichtet haben. Das Ganze wird dann noch überprüft werden. Und der Fiskalausschuss der OECD, Committee of Fiscal Affairs, öffnet sich jetzt auch sämtlichen daran interessierten Staaten und Gebieten. Sie können alle an dem Konsultationsprozess jetzt teilnehmen zu diesem Thema, damit die Informationen von der Zentrale, vom Firmensitz auch verfügbar gemacht werden. Das wird auch Teil sein dieses Inclusive Frameworks, an dem ja auch die Entwicklungsländer beteiligt werden sollen. Also das Country-by-Country-Report, okay, es ist nicht öffentlich, darüber kann man streiten, das gebe ich gerne zu, aber wir müssen uns auch der Realität stellen und bei der OECD müssen nun mal Kompromisse gefunden werden. Das sind Länder wie die USA und Japan mit dabei und wenn Sie sagen, Ihre Firmen machen die Staaten nicht öffentlich, geben die Staaten nicht die Daten nicht heraus, wenn sie veröffentlicht werden, dann müssen wir das akzeptieren und letztendlich ist es uns wenigstens gelungen, dafür zu sorgen, dass die Steuerverwaltung die einschlägigen Daten bekommen und 80-90% der Unternehmen werden ja dabei mitwirken. Auch hier wird es ein Review, also eine Überprüfung geben 2020 und es geht hier wirklich um viele Unternehmen, die da mitmachen und das wird sicherlich auch die Entwicklungsländer mit beinhalten. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass ja die Problematik internationale Besteuerung und Entwicklungsländer sich nicht auf BEPS begrenzt. Es gibt ja das Thema Ansässigkeitsstaat, Quellenstaat, wo soll besteuert werden. Das ist jetzt nicht das oberste Thema bei BEPS. Was aber nicht heißt, dass dieses Thema vernachlässigt werden sollte. Ganz im Gegenteil. Im Auftrag der G20 haben wir dieses sogenannte Inclusive Framework geschaffen zur Umsetzung von BEPS, eine Öffnung
an sämtliche Länder, die sich zum BEPS-Paket verpflichtet haben, sind damit dabei, einschließlich der interessierten Entwicklungsländer. Da wird es nächste Woche in Kyoto in Japan ein Treffen geben und wir gehen davon aus, dass 80 bis 90 Länder, also Staaten und Gebiete, auf Augenhöhe dabei sein werden. Das heißt, diese Staaten und Gebiete haben die Chance dafür zu sorgen, dass auch sie von BEPS profitieren. Und zweitens gibt dieses Treffen die Möglichkeit, wirklich an der internationalen Besteuerung weiterhin mitzuwirken und an deren Gestaltung. Dr. Mittelberg. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich würde gerne zwei Sachverständige adressieren, nämlich einmal Herrn Haas von der BASF und zum anderen nochmal Professor Reimer. Und mir geht es darum, das Stichwort Country-by-Country-Reporting aufzugreifen. Wir haben ja jetzt herausgearbeitet, dass wir Transparenz und Informationsaustausch brauchen als Basis einer fairen Besteuerung. Jetzt wird darüber diskutiert, ob das Country-by-Country-Reporting öffentlich stattfinden soll oder ob es zielgerichtet an die Finanzbehörden stattfinden soll. Wir haben auf der anderen Seite auch festgestellt, das ist von mehreren hier angesprochen worden, dass es eben wichtig ist, dass zum Beispiel die USA, aber auch andere mitmachen. Und ich stelle mir vor dem Hintergrund die Frage, was ist eigentlich der intelligente Weg, das zu erreichen? Wenn man jetzt einseitig Daten öffentlich zur Verfügung stellt, also im Internet für jedermann verfügbar macht, oder ist es nicht vielleicht intelligenter, dass ich nur dann Daten in den Topf reingebe, wenn auch andere Daten in den Topf reingeben? Also wir tun was in den Topf, geben unsere Daten ein und dann machen es auch die USA und dann auch andere. Und dann sind wir am Ende am Ziel. Oder wir machen es öffentlich mit dem Risiko, dass andere dann sagen werden, super, ich habe die Daten, also muss ich selber nichts mehr tun. Da wäre ich an Ihrer Einschätzung interessiert. Vielen Dank, Dr. Haas, bitte. Ja, sehr gerne, Herr Mittelberg, Frau Vorsitzende. Country-by-Country-Reporting hat ja wirklich diese zwei Facetten. Das eine ist die Transparenz gegenüber den beteiligten Finanzverwaltungen. Und das ist für uns seit langem eine Selbstverständlichkeit. Natürlich haben wir die Sachverhalte und die Rahmenbedingungen, die dann zur Beurteilung der steuerlichen Konsequenzen einfach bekannt sein müssen. Natürlich haben wir die zu offenbaren. Und da machen wir auch keine Unterschiede zwischen entwickelten Staaten oder Entwicklungsländern. Das ist eine Selbstverständlichkeit, glaube ich, nicht nur für das Unternehmen, für das ich spreche, sondern ganz, ganz viele international tätige Unternehmen. Es ist auch sehr wichtig für die Finanzverwaltung, diese Informationen zu bekommen. Und da geht es um sehr, sehr viele Details. Mir persönlich fällt die Fantasie, welchen Zusatznutzen es geben sollte für die beteiligten Finanzverwaltungen, die ja am Ende die Steuer festsetzen müssen, wenn diese Daten öffentlich bekannt würden. Der Inhalt der Daten, die in Diskussion sind, ist ohnehin in dieser Form für die Öffentlichkeit nicht eine geeignete Grundlage, um zu beurteilen, ob jetzt die Steuer angemessen festgesetzt wurde oder nicht. Darüber brauchen Sie ja viel, viel mehr Informationen und Details. Ich glaube, es ist eine Mehr zu glauben, dass Sie anhand 4, 5 Kriterien ganz einfach durch Lektüre eines Jahresabschlusses am Ende feststellen können, ob hier ein Fair Share of Tax gezahlt wurde. Das kann ich mir ehrlich nach 20 Jahren Praxis in der Verrechnungspreisdiskussion nicht vorstellen. Insofern sehe ich wirklich den Zusatznutzen nicht. Herr Mittelberg, Sie haben den weiteren Aspekt angesprochen. Wenn alle das täten und verlangen würden von ihren Unternehmen, dann könnten sie am Ende ja sogar drüber diskutieren. Aber wenn nur Einzelne hier jetzt die EU ausschwenken, dann bedeutet das natürlich Wettbewerbsnachteile. Und die USA, das ist schon verschiedentlich hier angesprochen worden, ist in dieser Hinsicht ein Problem. Und da ist es einfach die Bitte an die Bundesregierung, nicht nur bei dem Thema Country-by-Country-Reporting, sondern auch bei allen anderen BEPS-Themen in Gesprächen mit der US-Regierung immer wieder einzufordern, dass auch die US-Regierung BEPS unterstützt hat und mit ins Leben gerufen hat, damit wir als deutsche Unternehmen am Ende auch ein Level Playing Field haben und nicht einseitig hinter den US-Unternehmen im Wettbewerb zurückfallen. Vielen Dank. Professor Dr. Reimer, bitte. Vielen Dank.
Aus rechtlicher Perspektive haben wir es bei Steuerdaten immer mit grundrechtlich geschützten Daten zu tun. Das heißt, im Ausgangspunkt hat Herr Haas recht, wenn er sagt, es bedarf immer besonderer Rechtfertigung, wenn man solche Daten erstens offenbaren muss und dann zweitens eben staatlicherseits weitergibt an andere Staaten. Und das Problem verschärft sich umso mehr, je weniger klar ist, dass die Daten beim Empfänger, also im ausländischen Staat, so vertraulich behandelt werden, wie es das deutsche Verfassungsrecht hier gebietet. Trotzdem, Herr Dr. Mittelberg, bin ich persönlich hin und her gerissen, was die Antwort auf Ihre Frage angeht. Und da unterscheide ich mich ein bisschen auch von Herrn Dr. Haas. Das Problem der USA und das Problem auch vieler europäischer Staaten ist ja, dass der Informationsaustausch extrem asymmetrisch läuft. Dieser Ausschuss hat sich wahrscheinlich, als Sie über die FATCA-Abkommen beraten haben, nicht vorgestellt, dass jedenfalls nach allem, was ich höre, der Informationsfluss extrem einseitig ist. Wir liefern Informationen an die Vereinigten Staaten, aber nach allem, was ich höre, kommt nichts zurück. Und das ist das Problem, das Sie angesprochen haben. Und deswegen müsste man spieltheoretisch sagen, lass uns über ein System nachdenken, bei dem in irgendeiner Weise abgesichert ist, dass eine Symmetrie herrscht und wir uns nicht ins Knie schießen. Verzeihen Sie diesen dem Hohen Haus nicht angemessenen Ausdruck. Aber es ist sozusagen ein struktureller Wettbewerbsnachteil, wenn man zu schnell oder gar einseitig Informationen an ausländische Fiske liefert, die man umgekehrt von ihnen nicht bekommt. Meine Frage wäre aber, ob nicht genau da die vollständige Transparenz, also ein öffentliches CBC, hilft. Dieser Ausschuss ist ja nicht nur für steuerpolitische Fragen zuständig, sondern auch für das Kapitalmarktrecht. Und da ist das ja längst etabliert. Und nicht nur in den USA, sondern auch im europäischen Recht und im deutschen Recht sehen wir ja, wie wichtig den Unternehmen ist, dass sie rechtzeitig Pflichtmitteilungen absetzen, weil ihnen ansonsten scharfe Sanktionen drohen. Und ich persönlich will einfach meinen Zweifel darüber formulieren, ob nicht genau dieses Modell am Ende auch helfen könnte, um alle Unternehmen, also nicht nur die hier ansässigen deutschen Unternehmen, sondern genauso auch ausländische Unternehmen, die in Deutschland irgendwie erfolgreich sein wollen, ja, an der Börse, bei Zulieferern oder im Absatz, ob man sie nicht doch einfach zu einer Veröffentlichung von jetzt finanz- und steuerrelevanten Informationen verpflichten kann, auch im Alleingang, also ohne, dass die USA mitmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jedenfalls sich lohnen würde, darüber doch noch ein bisschen intensiver nachzudenken, im Sinne Ihrer Fragen. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die CDU-CSU ist Herr Selle. Ja, wir sitzen hier und wollen gerade über dieses Problem diskutieren, um es zu mildern und Entwicklungschancen auch für Länder zu entdecken. Und da hat Herr Mainzer eigentlich das Beispiel gebracht, dass Deutschland ein Teil des Problems wäre. Und ich würde gerne noch mal aus Sicht der OECD an Herrn Sander-Maas die Frage stellen, wie er das sieht, ob das generell auch so eingeschätzt wird seitens der OECD. Und ich hätte gern an Herrn Dr. von Heidenwang die Frage gestellt, haben wir denn schon Beispiele, erfolgreiche Beispiele, wo wir bei dem Aufbau von Steuerverwaltungen Fortschritte gemacht haben, die wir nutzen könnten, um zu zeigen, so geht's. Und an Herrn Dr. Nguyen Tan, nur zwei, dann das nächste Mal bitte. Herr Sanamon, bitte. Thank you. Ja, vielen Dank. The OECD is a group of 34 and soon 35. Die OECD umfasst ja derzeit 34 und bald sind es 35 Mitgliedstaaten. Lettland wird demnächst der OECD beitragen. Und es handelt sich überwiegend um Industrienationen. Das ist natürlich richtig, wenngleich auch Chile zum Beispiel und auch Israel dabei sind. Costa Rica und Kolumbien haben einen Antrag gestellt. Also das Profil wird schon etwas bunter mittlerweile. Was jedoch den Steuerbereich angeht, so kann man sagen, dass wir doch Fortschritte gemacht haben.
gemacht haben, weg von bilateralen Beziehungen. Und das war eigentlich ein Bereich gewesen, wo die OECD nicht so vertreten war. Das hat sich jetzt geändert. Die internationalen Steuerthemen stehen auf der globalen Tagesordnung und das nehmen wir auch sehr ernst. Und weil es sich hier um globale Fragen handelt, brauchen wir auch globale Lösungen. Das haben wir ja auch mit dem Informationsaustausch gemacht. Außerdem soll dem Bankengeheimnis ein Ende bereitet werden. Es soll ja auch den Austausch geben von Bankendaten, Finanzdaten ab 2018. Also hier sind Fortschritte gemacht worden. Dann gibt es ja das globale Forum für Transparenz und Steueraustausch. Über 104 Länder sind da dabei, auch wieder auf Augenhöhe, also gleichberechtigte Mitglieder. BEPS ist global, ein globales Thema und braucht globale Lösungen. Jemand sagte vorher, Entwicklungsländer sollten vollberechtigt teilhaben an BEPS. Dem kann ich nur zustimmen. Es handelt sich wirklich um eine Window of Opportunity. Wir haben ja ein Zeitfenster, wo alle an einem Strang ziehen, die G20. Wir haben den technischen Sachverstand der OECD. Wir haben die Länder, die interessiert sind. Und wenn man jetzt dieses Zeitfenster nutzt, beziehungsweise wenn man es nicht nutzen würde, dann wäre das sehr schade gewesen. Aber wir haben ja das Zeitfenster genutzt. Die G20 war voll und ganz dabei. Das BEPS-Paket wurde verabschiedet, nicht nur von den OECD-Staaten, sondern natürlich auch von den G20-Staaten. Brasilien, Argentinien, Südafrika, Saudi-Arabien, Russland, Indien, Indonesien, China sind in der G20, aber nicht in der OECD. Sie alle haben mit an einem Strang gezogen und es gibt auch mehrere Dutzend Entwicklungsländer, Vietnam, einige afrikanische Länder, Kenia zum Beispiel. James war damals ja der Vertreter. Auch hier also ist ein großes Interesse da und daher haben wir jetzt dieses sogenannte Inclusive Framework aller interessierten Staaten und Gebiete. Nächste Woche werden ca. 90 bis 100 Staaten dabei sein, weil wir eine globale Lösung zu diesen globalen Steuerfragen brauchen. Ist die OECD der richtige Ort dafür? Das ist aus meiner Sicht eine recht theoretische, um nicht zu sagen ideologische Debatte, an der ich jetzt nicht sonderlich interessiert bin, wenngleich ich natürlich etwas voreingenommen bin oder auch nicht als OECD-Vertreter. Aber jahrelang diskutiert wurde. Die OECD galt vielleicht als Club der Reichen. Das mag ja auch sein, aber wir haben jetzt die Zeichen der Zeit erkannt. Wir haben was getan für die Privatpersonen als Steuerpflichtigen, für die Unternehmen als Steuerpflichtigen. Und die große Herausforderung liegt jetzt darin, sicherzustellen, dass die Entwicklungsländer, die am Framework mitmachen, auch die Debatte mitgestalten. Und daher brauchen sie technische Hilfe und Unterstützung. Hier kann Deutschland eine große Rolle spielen, hat eine große Verantwortung zusammen mit anderen Ländern, damit Gelder bereitgestellt werden für technische Hilfe und Unterstützung beim Kapazitätenaufbau der Steuerverwaltungen in den Entwicklungsländern, dass das entsprechende Know-how dann auch geschaffen wird. Das ist die beste Investition, die man machen kann, damit die Länder sich dann auch mit der Agenda identifizieren und damit sie alle die positiven Entwicklungen der letzten 8 Jahre tatsächlich sich zu eigen machen und zu nutzen machen. In den letzten Jahren zuvor gab es ja kaum Themen auf der internationalen Steueragenda. Da wurde immer gesagt, ja, jedes Land hat seine eigene Steuerhoheit. Wir brauchen zwar Zusammenarbeit und Austausch, aber man hat nicht die Fortschritte erzielt wie jetzt in der Vergangenheit. Und daher ist das Country-by-Country-Reporting aus meiner Sicht auch wichtig, extrem wichtig, damit die Steuerverwaltung das gleiche Wissen haben wie die Steuerverpflichtungen. Entschuldigung, ich war vielleicht zu lang und auch etwas schnell, aber die Debatte ist wichtig und wir müssen sie führen und die Entwicklungsländer sind dabei. Sie haben auch ein großes Interesse daran, an diesem Inclusive Framework und daher würde ich Sie bitten, aufmerksam zu verfolgen, was nächste Woche in Kyoto auf dem genannten Treffen besprochen wird. Für mich ist das wirklich der Anfang eines globalen Dialogs zwischen allen Ländern, nicht nur um über Steuern zu sprechen, sondern hier wirklich etwas zu bewegen und zu ändern und dafür zu sorgen, dass die Steuern da bezahlt werden, wo die wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Dr. von Haldenwang, bitte. Ja, vielen Dank. Sie fragten nach Beispielen für den erfolgreichen Aufbau, die Stärkung von Steuerverwaltungen. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Beispielen, auch unter aktiver Beteiligung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die aus meiner Perspektive auch
aufgrund der Art und Weise, wie sie operiert und wie sie verschiedene Modalitäten der Zusammenarbeit kombiniert, sehr gut geeignet ist dafür, solche Vorhaben durchzuführen, die ja oft einen langen Atem auch brauchen. Ein großer Komplex ist, wie in den Staaten mit dem ganzen Bereich der Naturressourcen umgegangen wird. Das sind ja häufig gewaltige Summen, da ist auch häufig gewaltiges Ausmaß an Korruption, was natürlich damit einhergeht. Und es gibt auch sehr viele Beispiele für Steuervermeidungsstrategien von den großen Konzernen, die häufig auch in die Ausbeutung von Naturressourcen involviert sind. Und in Ghana hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit den Prozess begleitet, mit dem Ghana die neuen Erdölfunde und die Ausbeutung von Erdöl gestaltet hat und hat da gute Ergebnisse dabei erzielt. Ein anderer Punkt ist, dass die Regierungen, wie ich vorhin schon gesagt habe, in die Lage versetzt werden müssen, auf Steuerhinterziehung und Steuervermeidung einzugehen. Dafür brauchen sie Daten, dafür brauchen sie moderne Systeme von Informations- und Kommunikationstechnologie. In El Salvador ist das von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt worden. Und die Erfolge zeigen sich eben daran, dass das Steueraufkommen dann eben auch teilweise ein bisschen abgekoppelt werden kann vom Wirtschaftszyklus. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene. Es gibt schon seit Längerem die Zusammenarbeit mit dem Interamerikanischen Zentrum für Steuerverwaltung SIAD. Es gibt seit einigen Jahren das Gleiche in Afrika mit ATAF. Hoffentlich wird es das zukünftig auch in anderen Entwicklungsregionen geben, weil diese regionalen Zusammenschlüsse gute Beispiele dafür sind, wie Länder sich gegenseitig unterstützen können und wie sie voneinander lernen können. Häufig gibt es ja durch die gemeinsame koloniale Vergangenheit auch ähnliche Systeme. Ich möchte aber auf einen Punkt aber nochmal ausdrücklich eingehen. All diese Maßnahmen, auch all die Maßnahmen, die wir jetzt im größeren Kontext von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung besprochen haben, werden ins Leere laufen, wenn die Regierungen nicht ihrerseits dafür sorgen, dass sie legitim und glaubwürdig sind in der Steuererhebung und dann auch in der Verausgabung dieser Mittel. Wenn das nicht miteinander einhergeht, wir wissen das. Wir wissen, dass Steuerzahlung sehr stark abhängig ist von der Legitimität und Glaubwürdigkeit von Regierungen. Und wenn das nicht gelingt, wenn nicht Korruption bekämpft wird, wenn nicht demokratische Regierungsführung stattfindet, ein transparenter Haushaltsprozess stattfindet, dann werden diese Länder weiter Orte von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sein. Und andersrum gesagt, wenn sie darin investieren, Legitimität und Glaubwürdigkeit zu verbessern, dann ist das natürlich auch ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, der auch für ausländische Direktinvestitionen von Bedeutung ist. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die SPD-Fraktion ist Herr Binding. Ja, vielen Dank. Die Vereinten Nationen und auch viele Entwicklungsländer kritisieren ja an dem OECD-Ansatz einerseits das Festhalten an der Besteuerung nach Sitzlandprinzip, zweitens Festhalten am Fremdvergleichsgrundsatz. Naja, und die OECD-Empfehlungen enthalten ja auch nicht die Einführung von Quellensteuern, die ja für die Entwicklungsländer auch von besonderer Bedeutung ist. Und ich würde gerne Herrn Pinkernell und die OECD fragen, ob diese Kritik berechtigt ist an diesem OECD-Ansatz. Dr. Pinkernell, bitte. So, das waren ja gleich drei Blöcke auf einmal. Zunächst mal zu dem Widerspruch zwischen Sitzlandprinzip, also Ansässigkeitslandprinzip und Quellenbesteuerung. Da muss man ganz klar sagen, dass das jetzige OECD-Konzept, dass man versucht, die Quellenbesteuerung möglichst zurückzudrängen, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die Staaten haben gemerkt, dass es bei ausgeglichenen Wirtschaftsbeziehungen überhaupt keinen Vorteil bringt, an der Quelle zu besteuern, weil ich zwar das Steueraufkommen bekomme aus den Steuerausländern, die bei mir ihre Waren verkaufen, ich aber gleichzeitig auch dem anderen Staat das Steueraufkommen geben muss aus dem Erfolg meiner Exporteure. Wenn die Wirtschaftsbeziehungen ausgeglichen sind, dann kriege ich unterm Strich nicht mehr, weil ich gleich häufig Ansässigkeitsstaat und Quellenstaat bin. Ich habe mit diesen Quellensteuern und der Besteuerung von Direktgewinnen eigentlich nur ein Handelshemmnis geschaffen. Deshalb ist es für die OECD-Mitgliedstaaten und auch für Schwellenländer, die ausgeglichene Wirtschaftsbeziehungen haben, nehmen Sie zum Beispiel mal China, eine super starke Exportnation, für die ist es im Kern das richtige System, auf diese Quellenbesteuerung zu verzichten. Wir haben, wenn Sie auf die G20 gucken, ja irgendwo zwischen 85% und 90% des Bruttoinlandsprodukts der Welt. Ich würde schon sagen, dass für diese im internationalen Handel sehr aktiven Staaten der Verzicht auf eine Quellenbesteuerung grundsätzlich richtig ist.
Die Entwicklungsländer befinden sich in einer anderen Situation, das ist eben der Rest. Aber man sollte sich sehr gut überlegen, ob man jetzt für 90% ein System aufgibt, was gut funktioniert hat, bloß um den 10 hier entgegenzukommen. Das ist aus meiner Sicht eine schwerwiegende Entscheidung, wenn man das einfach jetzt über Quellensteuern lösen würde. Dann der zweite Punkt war hier der Fremdvergleich, Herr Binding. Ja, der Fremdvergleich ist auch in der Steuerrechtswissenschaft unter Druck, weil man weiß, dass es auch eher nicht immer schafft, im Konzern den Ort der Wertschöpfung richtig festzulegen. Es gibt auch Bereiche, wo die Konzerne so verflochten sind, intern wie ein Einheitsunternehmen. Da ist das nicht mehr herauszufinden. Deshalb hat die OECD den Fremdvergleichsgrundsatz jetzt ja überarbeitet. Und es wird für so verflochtene Konzerne ein globaler Profit Split vorgesehen, also eine Gewinnaufteilung. Man versucht also, den Fremdvergleich hier zu überarbeiten. Aber ich kann nur davon warnen, hier jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen und schon gleich zu sagen, der Fremdvergleich funktioniert nicht, ich will eine formelhafte Aufteilung haben oder so. Ich denke, man sollte den G20 jetzt die Chance geben, den Fremdvergleichsgrundsatz zu reparieren. Und dann, wenn man im Rahmen des Monitoring des ganzen Projekts feststellt, dass der Fremdvergleichsgrundsatz überhaupt nicht mehr funktioniert, dann kann man ja über neue Dinge hier noch sprechen. Ich glaube, dass es im Moment zu früh ist, zu einer globalen Aufteilung überzugehen. Also die Zeit ist noch nicht da für Unitary Taxation, weil dahinter auch das Problem der Aufteilung steht. Die Wissenschaft kann Ihnen derzeit keinen Maßstab geben, der für die Aufteilung des Steuersubstrats richtig ist. Herr Haas murmelt gerade, den gibt's nicht. Ja, das ist so, den gibt es nicht. Das heißt, es erfordert eine politische Festlegung, wo sich alle Staaten an den Tisch setzen müssen und dann streiten über den Aufteilungsmaßstab. Das geht nur, wenn politischer Wille vorhanden ist. Den sehe ich momentan nicht. Ich sehe deshalb nicht, wie hier die Unitary Taxation und das Formulary Apportionment derzeit zum Funktionieren gebracht werden könnten. Vielen Dank. Wer antwortet für die OECD? Herr Sonnemont? Thank you, and I will try to provide some elements of response. And ja, then vielen Dank. Ich werde zunächst versuchen, auf die Frage zu antworten, dann wird mein Kollege übernehmen. Es gab hier drei Elemente, die angesprochen wurden. Zum einen die Vereinten Nationen. Wir haben ganz ausgezeichnete Beziehungen zur UN, die auch als Beobachter im Fiskalausschuss vertreten ist. Wir arbeiten eng zusammen. Im Juli werde ich wieder in Washington sein und mich mit UN-Vertretern treffen, denn wir sind der Auffassung, es ist besser, gemeinsam zu handeln, als gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, bei den internationalen Plattformen ziehen wir alle an einem Strang, UN, Weltbank, IWF und OECD. Dann Fremdvergleichsgrundsatz, sollten wir das aufgeben, sollten wir sagen, nein, das funktioniert nicht mehr, wir haben aber leider auch nichts anderes jetzt erfunden, oder sollen wir die Formelaufteilung einführen? Nun, der Fremdvergleichsgrundsatz geht zurück auf eine Empfehlung aus den 20er Jahren, noch zu Zeiten des Völkerbundes. Damals hatte man sich Gedanken gemacht, wie kann man sicherstellen, dass grenzüberschreitende Unternehmen entsprechend besteuert werden in ihrem jeweiligen Ansässigkeitsstaat. Und das ist dann eingeflossen sowohl in das UN-Musterabkommen als auch in das OECD-Musterabkommen. Natürlich könnte man ein anderes System sich vorstellen, die formelhafte Aufteilung oder auch die Gesamtkonzern Besteuerung, wo man das Ganze sich, also die weltweiten Einkünfte oder Gewinne anschaut und das dann entsprechend aufteilt, in der Hoffnung, dass es dann neutral ist. Aber es gibt jedoch einige Bedenken und es gibt Gründe, weshalb wir immer noch am Fremdvergleichsgrundsatz festhalten und nicht zu dieser Gesamtkonzernbesteuerung gewechselt haben, egal wie attraktiv dieses Konzept gerade auch aus intellektueller Sicht sein mag. Zum einen, es gibt keine Einigkeit. Die OECD kann ja keine Regeln vorschreiben. Die Steuer sind, die Länder haben Steuerhoheit und können daher entscheiden, was sie gerne haben möchten. Und hier brauchen wir eine Einstimmigkeit aller Länder, um diesen Übergang zu vollziehen. Und heute herrscht nun mal Konsens, nicht zu einer globalen Gewinnaufteilung zu wechseln. Von Indien über Brasilien, über die USA bis hin zu Deutschland.
alle Länder sind weiterhin für den Fremdvergleichsgrundsatz, selbst wenn dieser Grundsatz nicht ganz so toll funktioniert. Und warum funktioniert er nicht so toll? Weil er mit Vergleichswerten arbeitet, marktgestützte Preise, die in der Tat nicht immer verfügbar sind, gerade auch bei den immateriellen Wirtschaftsgütern, wo es schwierig wird. Und daher steht ja das System jetzt auf dem Prüfstand und daher werden wir auch wirklich Empfehlungen ausgeben, um das Ganze zu verbessern. Wir arbeiten daran, es steht auf dem Prüfstand und wir sehen ja auch bereits Auswirkungen. Die Financial Times hat entsprechende Warnungen herausgegeben infolge auf unsere BEPS-Empfehlungen. Andere, dann Bermuda, andere Steueroasen wurden aufgedeckt, auch nicht zuletzt auch dank des Fremdvergleichsgrundsatzes. Also wenn wir jetzt wirklich wechseln sollten zu einem anderen System, was natürlich auch enorme Transaktionskosten mit sich brächte und erstmal die Einstimmigkeit voraussetzt, dann fürchte ich, dass man viele weitere Probleme schafft, auch was die Umsätze angeht. Also wenn man schafft sich vielleicht mehr neue Probleme, als dass man alte löst. Dann zur Frage der Quellenbesteuerung. Das ist in der Tat ein wichtiges und diskussionswürdiges Thema. Darum ging es jetzt nicht bei dem BEPS-Aktionsplan. Da ging es ja darum, die Ansässigkeit gegen den Quellenstaat gegeneinander auszuspielen. Es geht darum, die Steuerumgehung und Hinterziehung zu vermeiden. Und man hat auch gesagt, wir sollen hier nicht gegen Windmühlen kämpfen, sondern wir wollen gemeinsam kämpfen und dieses Spannungsfeld auflösen. Das wurde ja auch erkannt. Und es wurde erkannt, dass es global gelöst werden müsste. Es geht zum einen darum, eine Doppelbesteuerung zu verhindern, aber auch gleichzeitig eine Nichtbesteuerung zu verhindern, daher unterschiedliche Bedürfnisse auch gegeben sind. Entwicklungsländer wollen natürlich Investitionen anziehen. Das darf aber nicht zu Lasten der Besteuerung gehen. Das ist ganz wichtig. Hier haben ja teilweise die industrienationalen Druck ausgeübt, beziehungsweise, Entschuldigung, die internationalen Unternehmen fordern teilweise Steuervergünstigungen ein, damit sie dann Investitionen tätigen in einem Entwicklungsland. Das darf natürlich nicht sein und daher müssen wir gemeinsam gegen vorgehen. Ich muss das nur kurz fürs Protokoll, damit es auch klar ist, Herr Caranya. Ja, weil Sie es übergeben haben, dass es im Protokoll dann auch nachgehalten wird, dass er jetzt antwortet. Doch, der hat auch an ihn übergeben. Ja, alles klar. Thank you. Yes, I think with regard to the issue of nun, also die Quellenbesteuerung. Ich glaube, mein Kollege Pascal hat das hier durchaus schon zum Ausdruck gebracht. Für die Entwicklungsländer ist das eine weitere Diskussion. Nämlich natürlich ist es die Frage, wie schaffen das die Industrieländer, tatsächlich auch ihre Steuerpolitik am Laufen zu halten? Wie werden auch Anreize geschaffen? Aber das ist auch ein Thema, das für die Entwicklungsländer wichtig ist. Und ich glaube, dass die Entwicklungsländer weitaus mehr Unterstützung im Bereich der Steuerpolitiken brauchen. Was wir herausgefunden haben oder was wir sehen, ist, dass die Entwicklungsländer tatsächlich diese OECD-Musterabkommen freiwillig annehmen wollen, weil sie glauben, dass sie damit attraktiver für Investitionen aus dem Ausland tatsächlich auch sind. Zum Fremdvergleichsgrundsatz. Natürlich ist das ein Ansatz, der herausfordernd ist. Es ist aber auch insgesamt ein Prozess, bei dem wir auch Verbesserungen herbeiführen wollen. Und natürlich gibt es Entwicklungsländer, die noch nicht ausreichend Kapazitäten und auch Instrumente haben, um tatsächlich hier die Systeme für die Verrechnungspreise zur Verfügung zu stellen. Deswegen stellen wir zusätzlich auch Initiativen zur Verfügung, wo zum Beispiel Steuerinspektoren zusammenkommen mit Experten aus den entwickelten Staaten, also aus den Industriestaaten, dass man hier enger zusammenarbeitet, um das Komplexe des Systems in den Entwicklungsländern besser zu verbreiten und zu erklären. Und diejenigen, die natürlich bereits teilgenommen haben an solchen Initiativen, können dann natürlich das Wissen auch weitergeben. Und wir haben dabei immer festgestellt, dass das tatsächlich
ein Verhandlungsergebnis ist ein Verhandlungsergebnis der jeweils besten Lösung. Und wir erkennen ja alle an, dass das sehr wichtig ist, dass wir da mitmachen in diesem ganz spezifischen Mechanismus und dann natürlich auch so viel Unterstützung wie nur möglich in die Entwicklungsländer schicken. Dann zur Quellensteuer und eine Form der Abgeltungssteuer, die jetzt von der OECD nicht unbedingt empfohlen wird. Also die OECD ist ja ganz eindeutig in ihrer Aussage, dass man sagt, wie es ist. Und die Entwicklungsländer sagen aber nun, eine Quellenbesteuerung sollte es trotzdem geben. Naja, im Verlauf der Diskussionen können wir als OECD letztlich sagen, dass die Quellensteuer keine Lösung für das BEPS-Problem sein kann. Warum ist das so? Nun, wenn die Gewinne verlagert werden, und zwar zu 100%, dann muss man ja sagen, ja gut, wir erhöhen die Quellensteuer auf 20%. Das nächste, was das Unternehmen macht, ist, noch mehr Gewinne zu verlagern, um natürlich die Körperschaftssteuer noch stärker abzusetzen von der Quellensteuer. Also was wir tatsächlich dann sehen würden, wäre, dass das nicht wirklich das Problem lösen würde, sondern dass man viel eher noch dazu beitragen würde, diese Kosten für die Unternehmen tatsächlich niedrig zu halten oder gar zu senken. Und das würde dann natürlich bedeuten, natürlich können die Länder selbst entscheiden, wie sie diese Quellensteuer bemessen, aber das tatsächliche Problem besteht ja, die Kosten zu beziffern. Ja, Herr Dr. von Heidenwang hat ja das Thema schon berührt, deswegen möchte ich an Herrn Dr. Nguyen-Tan die Frage noch mal stellen. Wenn wir Steuervermeidung und Steuerhinterziehung eindämmen wollen, dann ist ja eigentlich die Bereitschaft der Staaten notwendig. Wie groß ist denn eigentlich Ihrer Erfahrung nach der Widerstand, alle Einnahmen des Staates auch im Haushaltsplan auszuweisen und deutlich zu machen, wer Zugriff auf die Ressourcen hat? Wenn ich das von staatlicher Seite diese Mitwirkung nicht habe, dann kann ich mich anstrengen, wie ich will, dann kriege ich das nicht hin. Und würden in diesem Zusammenhang semi-autonome Steuerbehörden helfen oder nicht? Vielen Dank, Dr. Nguyen Tan, bitte. Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Selle, für die Frage. Absolut, Sie haben recht. Ich glaube, ganz entscheidend für Erfolg in unserer Arbeit, und ich denke, das gilt nicht nur für die GEZ, die wir im Auftrag der Bundesregierung und anderer Auftraggeber arbeiten. Ich denke, das gilt wahrscheinlich auch für die OECD, für den IWF und andere. Dort, wo keine Bereitschaft von Partnerländern ist, Erfolge bzw. Reformen zu initiieren, um an den beschriebenen Problemen was zu ändern, dort wird man auch keine Erfolge sehen. Was uns, glaube ich, entgegenkommt und hilft in unserer Arbeit ist, dass wir nur in Ländern arbeiten, die natürlich auch mit der Bundesrepublik Deutschland arbeiten möchten. Das heißt, es gibt in der Entwicklungszusammenarbeit ja keine unilateralen Maßnahmen, sondern in der bilateralen Zusammenarbeit finden erst zunächst mal Regierungsverhandlungen auf Augenhöhe statt. Das heißt, wir sind schon mal in der komfortablen Situation, dass dort, wo wir beratend tätig sind, auch eine Grundbereitschaft ist, Reformen umzusetzen. In den Ländern, muss man vielleicht auch sagen, gibt es eigentlich eine große Heterogenität. Wir haben natürlich Länder, die sehr reformbereit sind, die aus unterschiedlichsten Gründen eine Erhöhung ihrer eigenen Einnahmen anstreben. Dahinter stecken oft klare Visionen, auch entwicklungspolitischer Art, ihr Land voranzubringen. In diesen Ländern ist es naturgemäß einfacher, sich auf konkrete Maßnahmen auch zu verständigen und dann auch Erfolge zu erzielen. In anderen Situationen und Ländern sind es Teilbereiche, wo die Regierung sagt, hier wollen wir vorankommen. Und entsprechend kann man in diesen Bereichen Fortschritte erzielen. Das kann in der Betriebsprüfung sein. Das kann in anderen Bereichen sein, was aber nicht unbedingt heißt, dass das Partnerland in der Breite Reformen umsetzt, beispielsweise auch dahingehend, was Sie angesprochen hatten, die Aufnahme von Einnahmen oder dann auch die Nichterhebung von Einnahmen durch Steuervergünstigungen im nationalen Haushalt. Das ist ja eine Forderung, die weithin auch vertreten wird, nämlich Transparenz zu schaffen,
was die Ausfälle betrifft und die Vergabe von Steuervergünstigungen. Ich denke, das ist ein sinnvoller Ansatz, aber auch das sehen wir in einigen Ländern nicht. Und von daher ist das Bild, glaube ich, sehr gemischt und sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz sehen wir Erfolge in einigen Ländern, in denen wir arbeiten, beispielsweise in El Salvador, wo wir seit einigen Jahren arbeiten und in der Zeit, in der wir nachweislich auch vor Ort waren, es zu Reformen kam, sowohl im Hinblick auf internationale Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Wir haben in dem Fall übrigens auch mit der OECD zusammengearbeitet. Und man kann zumindest, was Makrodaten betrifft, feststellen, dass in den letzten Jahren die Steuerquote in diesem Land gestiegen ist. Ein anderes Beispiel, und damit komme ich auf Ihre letzte Frage, nämlich die Rolle der semi-autonomen Steuerbehörden. Auch hier möchte ich nochmal auf das Beispiel Ghana zurückkommen, das der Kollege Dr. Haldenwang schon angesprochen hatte. Die Bundesregierung, Deutschland, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist seit vielen Jahren, kann man glaube ich sagen, der federführende Akteur in Ghana, was öffentliche Finanzen und Steuern betrifft. Wir machen das in enger Kooperation mit den Niederländern, aber auch mit der Schweiz. Und hier kann man ganz klare Erfolge sehen. Ghana hat 2009 ein Gesetz verabschiedet, das die ehemals getrennt arbeitenden Steuerverwaltungen, also ein relativ altes, überkommenes Verwaltungsmodell, abgeschafft hat, um den Weg ins 21. Jahrhundert zu gehen, hin zu einer semi-autonomen, funktional arbeitenden Steuerverwaltung. Das wurde weithin als großer Erfolg gesehen. Und ich glaube, diese Zahlen kann man bei allen Schwierigkeiten, die Ghana heute auch immer noch hat, auch in den Zahlen feststellen, was die Erhebung der Einnahmen betrifft, was die Steuerquote insgesamt betrifft. Also so gesehen können wir zumindest auf Basis anekdotischer Evidenz in unserer Erfahrung sagen, dass das Modell der semi-autonomen Steuerverwaltung ein interessantes Modell ist, wenngleich ich hier auf die Literatur auch noch mal verweisen möchte, die da etwas ausgewogener ist. Also man kann nicht sagen, dass automatisch die Einführung einer semi-autonomen Steuerverwaltung zu Antikorruption, höheren Steuereinnahmen und so weiter führt. Ich denke, dass der Erfolg davon abhängt, wie eine Regierung auch damit umgehen möchte. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die Fraktion Die Linke ist Herr Movossat. Ja, danke schön. Ich habe zwei Fragen an Herrn Musyoma. Herr Musyoma, internationale Konzerne hinterziehen nach Schätzungen pro Jahr 100 bis 190 Milliarden Euro an Steuern und durch Steuervermeidung und illegale Praktiken, die dann den Entwicklungsländern für dringend benötigte Investitionen, etwa in Gesundheitssysteme und Bildung, verloren gehen. Wie schätzen Sie die Dimension der Steuervermeidung und Hinterziehung auf die Volkswirtschaften des globalen Südens ein und welche konkreten Folgen hat das? Und die zweite Frage, welche Maßnahmen würden Ihrer Ansicht nach den Ländern des globalen Südens am besten helfen, sich gegen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung erfolgreich zur Wehr zu setzen? Vielen Dank. Herr Musyoma, bitte. Danke schön für die Frage. Und erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich ein bisschen verspätet angekommen bin. Und ja, ich werde auf Englisch auftragen, weil ich mich auf Englisch vorbereitet habe. Thanks for the question. I think that the conversation around also ich glaube, dass das ganze Gespräch über den Betrag, den die Entwicklungsländer tatsächlich verlieren, ich glaube, man sollte sich hier nicht tatsächlich um spezifische Beträge kümmern, sondern um das gesamte Ausmaß kümmern. Was bedeutet das für die Entwicklungsländer? Es gibt Strukturen, die es diese Steuerhinterziehung und Steuervermeidung möglich machen. Und es ist jetzt natürlich nicht möglich, hier dann auch konkrete Zahlen vorzulegen. Was wir jedoch wissen ist, das sind Studien, die die Afrikanische Union und die Wirtschaftskommission für Afrika vorgelegt haben, dass ca. 50 Milliarden US-Dollar dadurch pro Jahr nicht zur Verfügung stehen, ergo verloren gehen. Wenn man das natürlich vergleicht mit den Kapitalflüssen, dann ist das quasi der doppelte Betrag dessen, was in die Länder hineinkommt. Und ich glaube, das zeigt natürlich, dass, was auch die Entwicklungsziele gezeigt
haben. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Soll heißen, wenn die afrikanischen Länder mehr verlieren, als sie tatsächlich einnehmen können oder wozu sie tatsächlich auch in der Lage wären einzunehmen, wenn man tatsächlich hier eine negative Zahl hat, dann ist das natürlich etwas, was auch nicht im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen steht. Dann sind das wieder nur Worte und Ziele, die wir haben. Wenn wir jetzt hier die Frage über den BEPS-Prozess diskutieren, glaube ich, dass wir uns auch die Frage stellen müssen, ob die BEPS-Faktoren für die Entwicklungsländer tatsächlich die gleichen sind, auch wie für die Industriestaaten. Die Antwort auf diese Frage ist natürlich nein. Es gibt Überschneidungen, das stimmt, ganz besonders natürlich in Bezug auf die internationale Besteuerung bzw. Besteuerung internationaler Unternehmen. Und viele Länder haben ähnliche Probleme. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass es einen großen Teil gibt, der nicht durch BEPS abgedeckt ist, und die Kollegen haben das hier bereits angesprochen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das hier auch im Kontext mit einbezieht. Wenn wir uns zum Beispiel die rohstofffördernde Wirtschaft anschauen, hier ist es ja so, dass viele, viele afrikanische Länder, und das haben wir ja auch schon besprochen, hier Steueranreize schaffen, aber natürlich ist das Thema der Capacity und auch der Information, die zur Verfügung steht, ganz wichtig. Von daher glaube ich, dass, und Pascal hat das ja tatsächlich auch schon immer wieder betont, dass wir uns hier auf Augenhöhe treffen. Und was wir weltweit derzeit aber bezeugen können, ist, dass die Lösungen, die vorgebracht werden, sich eher auf regionale Ansätze konzentrieren. Der OECD-Prozess war natürlich ein Prozess, der von den OECD-Ländern ins Leben gerufen wurde. Von daher fehlen da die Entwicklungsländer auch ein wenig. Aber natürlich sind das auch Themen, die für die Entwicklungsländer von Interesse gewesen wären. Und als dieser Dialog ins Leben gerufen wurde, hätte man das vielleicht eher berücksichtigen müssen. Ich glaube jedoch, dass es ganz wichtig ist, dass man die Herausforderungen der Steuerhinterziehung und Steuervermeidung wirklich anerkennt. Das ist ein globales Problem, das globale Antworten erfordert. Und natürlich müssen wir auch schauen, welche Mechanismen wir global zur Verfügung haben, damit wir die notwendigen Antworten finden und geben können. Es gibt natürlich hier auch das Problem des mangelnden politischen Willens oder des politischen Vorantreibens. Die Strukturen, die bereits geschaffen wurden, müssen überdacht werden. Ein weiterer Punkt, der meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ob es jetzt hier öffentliche Country-by-Country-Reportings geben sollte oder nicht. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, dass es Tatsache ist, dass Informationen immer ein öffentliches Gut sind. Es geht nicht darum, wer wird diese Informationen nutzen, wer versteht die Komplexität. Es geht hier um das Recht auf Informationen. Und schauen wir uns nur die Panama Papers an, dass das an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Hier geht es einfach um das Informationsrecht. Wenn Sie gute Geschäfte tätigen, wenn bei Ihnen alles sauber ist, dann sollten Sie auch kein Problem haben, das alles zu veröffentlichen. Von daher glaube ich nicht, dass wir immer darauf warten sollen, dass irgendetwas geleakt wird, wie man neudeutsch sagt. Und ich glaube, hierfür sollten wir ein globales Rahmenwerk auch haben, damit wir zugängliche und transparente Informationen zeitnah für alle Länder erhalten können. Ein weiterer Punkt, der meiner Meinung nach ebenfalls sehr wichtig ist in diesem Gesamtzusammenhang, ist der folgende. Es geht ja hier um Steueranreize. Auch derzeit ist es ja so, und ich meine, immer wenn wir über Steuern sprechen, fällt Mauritius ja immer wieder als Schlagwort hier, und andere Staaten und Gebiete, die durchaus steueropportune Gestaltungen anbieten, dass man Gewinne tatsächlich auch verlagern kann und Gewinne maximieren kann. Solange wir keine Lösung für solche Gebiete haben, solange wir also nicht sicherstellen können, dass Staaten Informationen fristgerecht zur Verfügung stellen müssen und dass auch der Fremdvergleichsgrundsatz angewandt wird, der ja basiert auf der Annahme, dass die Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, auch aktuelle Daten sind. Denn man kann die Daten nur nutzen, wenn man sie auch vergleichen kann. Für viele Länder ist es aber so, dass diese Daten nicht zugänglich sind oder sie sind zu teuer für sie, tatsächlich an diese Daten heranzukommen. Von daher, glaube ich, sind das Überlegungen, die wir noch anstellen müssen. Der letzte Punkt, und mein Freund James hat das ja ebenfalls schon öfter angesprochen, ist die Frage der sogenannten Capacities, also die Fähigkeiten und Kapazitäten in den jeweiligen Ländern. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig. Viele Entwicklungsländer stehen vor der Herausforderung, dass sie nicht ausreichend Kapazitäten haben. Die Analyse, die vom
hochrangigen Panel über die Kapitalströme durchgeführt wurde, hat das auch aufgezeigt. Auch die rohstofffördernde Wirtschaft ist hier wichtig zu nennen. Wenn wir Verträge verhandeln, aber nicht wirklich wissen, worum es tatsächlich geht, also welche Systeme und Konstrukte bestehen, dann ist das ein Problem. Und ich glaube, hier sind die Steuerinitiativen und die Arbeit mit sogenannten Steuerinspekteuren vor Ort tatsächlich hilfreiche Initiativen. Das sind Maßnahmen, die auch weiterhin gefördert und verfestigt werden sollten. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, denke ich, dass der Aufbau von Kapazitäten ein Teil des ganzen Puzzles ist. Deutschland verliert aufgrund von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung Geld. Gleiches gilt für das Vereinigte Königreich. Und das ist nicht aufgrund mangelnder Kapazitäten, sondern aufgrund der Strukturen, die das tatsächlich möglich machen. Von daher glaube ich, dass wir noch einen Schritt weiter gehen müssen und uns die fundamentale Frage stellen, warum solche Strukturen überhaupt noch existieren und wie wir es schaffen können, dass wir solche Strukturen tatsächlich überkommen. Und ich glaube, dann können wir die Probleme auch lösen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Fragesteller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist Herr Kerkeritz. Ja, danke schön. Meine Frage geht an Herrn Mosioma und an Herrn Mainzer. Die erste Frage, wir haben jetzt gehört, dass es natürlich im Interesse aller ist, aller Beteiligten, insbesondere der OECD, dass viele Länder, Entwicklungsländer sich an dem Prozess, an dem steuerpolitischen Diskurs beteiligen und auch wirklich mitmachen. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man weiß, dass noch nicht einmal vor einem Jahr in Addis Abeba eine Finanzierungskonferenz stattgefunden hat, auf der genau diese Frage international diskutiert worden ist, wo also dann die OECD gesagt hat, wir wollen das separat machen und alle anderen können dann teilnehmen. Nicht? Während eben die G77, 130 Länder in etwa, gesagt haben, wir brauchen auf UN-Ebene eine Steuerkonferenz. Kommission oder irgendeine Einrichtung, die das regelt, ist, wie fühlt man sich da? Ich habe also auch noch eine Frage zum Thema CB, also Country-by-Country Reporting. Ich denke, weil vorhin auch gesagt worden ist vom Herrn Haase, Sie können sich nicht vorstellen, was da eigentlich Positives dabei sein soll, wenn es transparent wäre. Meine Frage lautet dann, inwieweit ist denn diese Transparenz nicht auch ein entscheidender Hebel zur Bekämpfung der Korruption in vielen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern? Herr Mainzer, Vollzugsmöglichkeiten wurde angesprochen. Ihr Kollege, Herr Professor Reimer, hat gesagt, also die Vollzugsmöglichkeiten sind schwach entwickelt. Da sind wir ja alle der gleichen Meinung. Nur, es ist schon ein Fair Share da. Und wir haben auch vorhin gehört, dass ja die internationalen Großunternehmen sich an die Regeln halten würden. Da frage ich mich natürlich schon, wieso SAB Miller, der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, in Ghana seit Jahrzehnten produziert und entweder keinen Gewinn oder erheblichen Verlust hat. Und dann kommt mir eine Aussage, die da heißt, to avoid double taxation. Wo ist denn dieses Problem denn tatsächlich vorhanden, to avoid double taxation? Ist es nicht umgekehrt, dass eben die Konzerne nicht zahlen? Und ob das jetzt deutsche, italienische, englische, amerikanische sind, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Also sich hier hinzustellen und sagen, also wir tun sowieso alles was und wir sind ohnehin die Guten. Ja? Sehen Sie das auch so sehr kritisch, wie ich das tue? Jetzt haben Sie es geschafft, 6 Fragen zu stellen. Herr Mosioma, Sie fangen bitte an mit der Beantwortung. Danke schön für die Frage. I think that in the conversation in Addis, also ich glaube, bei dem Dialog in Addis Abeba, bei der Konferenz zur Finanzierung der Entwicklung, da gab es globale Anerkennung für entwickelte und Entwicklungsländer. Beziehungsweise alle haben anerkannt, dass das aktuelle Rahmenwerk, also unsere globale Architektur, tatsächlich die globalen Steuerregeln festlegt und dass das tatsächlich kein demokratisches System ist. Da gab es keinerlei Zweifel in Addis Abeba. Was in Addis Abeba gefehlt hat, war tatsächlich die Beschäftigung mit der Frage, dass, wenn wir denn ein globales System entwickeln, das auch wirklich demokratisch legitimiert ist, dass das durchaus äußerst komplex sein kann, dass das kompliziert werden kann.
dass das zu einem solchen Konstrukt wie die UN auch werden könnten. Aber da besteht ja auch schon ein Widerspruch, meine Damen und Herren. Einerseits ist es so, dass man darauf besteht, dass die Institution, die technischen Möglichkeiten hat, nicht weltweit alle vertritt, aber die Institution, die tatsächlich global alle vertritt, nicht über die technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt. Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen das grundlegende Problem. Die OECD selbst und Pascal selbst und die OECD hat das ja bereits schon gesagt. Es wurde bereits eine Initiative aufgelegt, zusammen mit dem IWF, den Vereinten Nationen. Da hat man einen globalen Ansatz geschaffen. Und ich glaube, wenn man anerkennt, dass die Lösungen global gefunden werden müssen und dass wir uns alle auf Augenhöhe an einen Tisch setzen müssen, dann sind wir schon weit gekommen. Dann zum Punkt der Korruption und die Rolle der Transparenz. Ich denke, im Kern all dieser drängenden Herausforderungen und der großen Probleme der Steuervermeidung und Steuerhinterziehung steht die Frage nach dem Zugang zu Informationen. Wir sprechen mit Finanzverwaltungen in vielen afrikanischen Ländern. Und was uns immer wieder mitgeteilt wird, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen seine Steuer planen möchte, und dann fragen Sie zuerst mal ganz einfache Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde, wenn ich diese Informationen zur Verfügung stelle? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vor Gericht gezogen werde? Und wenn ich dann vor Gericht stehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verurteilt werde? Und ich glaube, hier ist tatsächlich auch das Gerichtssystem entscheidend. Denn Verhandlungen mit multinationalen Konzernen sind auch vor Gericht nicht unbedingt immer leicht. Und aus Sicht einer Finanzverwaltung muss man sich ja überlegen, welches Unternehmen kann ich tatsächlich überprüfen? Und das hängt dann natürlich auch davon ab, welche Informationen werden mir zur Verfügung gestellt und in welchem Zeitrahmen kann ich ein solches Unternehmen überprüfen? Und ich glaube, das Global Tax Forum ist hier ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen sicherstellen, dass die Informationen nicht nur den Steuerbehörden zur Verfügung gestellt werden, sondern auch der breiten Öffentlichkeit. Vielen Dank, Herr Mainzer, bitte. Vielen Dank. Also die Frage nach der Fair Share und die Frage, ob die Doppelbesteuerung hier wirklich das Kernproblem ist oder die Doppelnichtbesteuerung oder wer dabei am Ende dann den Kürzeren zieht. Ich versuche da einen Bogen zu spannen. Also SAB Miller ist ja eines der wenigen Beispiele, die wir haben über Entwicklungsländer, wie wenig sie am Steuerkuchen Anteil haben anhand eines Beispiels. Wir haben sehr viele Beispiele anekdotischer Art, etwa zu Apple, Amazon und Konzerne, die uns kosten, die den europäischen Steuerzahler kosten. Natürlich, denn die Journalisten, die sich mit diesen Fragen beschäftigen können, sind in erster Linie von europäischen oder US-amerikanischen oder internationalen Nachrichtenagenturen bezahlt und angestellt. Sehr viel weniger kümmern sich hingegen darum, um eben solche prägnanten Beispiele auch für Entwicklungsländer herauszuarbeiten. Schon allein deshalb ist einfach die Daten, Informationen, die Beispiele, die es gibt für Entwicklungsländer, sehr, sehr dünn. Wir können es nur dann wirklich sagen, wie stark Entwicklungsländer von Gewinnverlagerungen betroffen sind, wenn wir öffentliche länderspezifische Berichtspflichten hätten. Dann könnte man sehen, inwieweit ist die wirtschaftliche Aktivität, und die besteht eben nicht nur aus Produktion, wie das hier teilweise auch angeklungen war, nicht nur aus dem intellektuellen Eigentum, aus den Forschung und Entwicklung, sondern eben auch aus dem Konsum. Wie weit ist diese Wirtschaftskraft tatsächlich die Wertschöpfung weltweit verteilt? Wo sitzen die Kunden? Gerade bei Internetkonzernen findet heute ein großer Teil der Wertschöpfung über die Suchmaschinen mit dem Kunden statt oder beim Kunden statt. Das sind die Wertschöpfenden, die geben Informationen preis. Die sind da deshalb auch dazu heranzuziehen, wenn man die Aufteilung des Gewinnkuchens anhand von Fairness-Kriterien berichtet. Und es gibt eben nicht die Frage, wissenschaftlich zu klären, ist das richtig oder falsch. Es geht darum, dass wir diese Debatte öffentlich, gesellschaftlich führen können. Momentan haben wir eben einen großen Mantel des Schweigens und der Geheimhaltung über diese Fragen gebreitet, die keinen gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen. Und hier, denke ich, müssen wir in die Lage versetzt werden. Das betrifft übrigens auch die Fairness, die in beide Richtungen spielt, oder Gerechtigkeit. Das ist keine Einbahnstraße. Wenn wir über die USA sprechen, die hier bislang außen vor bleiben oder wir so dringend mit ins Boot holen müssen, ja sicher, aber es gibt genau diese Lösung, die alle Beteiligten dann ins Boot holen könnte, indem man nämlich auf europäischer Ebene für öffentliche Berichtspflichten eintritt, wie es die Kommission vorgeschlagen hat, für Konzerne, die überall aktiv sind, nicht nur in Europa. Man könnte, wie Australien das gemacht hat, alle Konzerne, die in Australien oder in Europa entsprechend
agieren, dazu verpflichten, sobald sie inländische Töchter haben innerhalb Europas, für den weltweiten Konzern die Bilanzdaten aufzudecken und aufzuschlüsseln. Das ist einer der Vorschläge, die die Kommission in ihrer Evaluation mit vorgeschlagen hat. Das ist eine Frage des politischen Willens, ob man das möchte, ob man in diesen gesellschaftlichen Debatte mit eintreten will. Und ich denke, dass man auch deshalb sehr wenig dieser Daten bisher ans Licht bringen möchte, weil man einfach das Ausmaß dessen, wie stark Entwicklungsländer tatsächlich davon betroffen sind, nicht wirklich ans Licht bringen möchte, weil es natürlich für großen Handlungsdruck politisch auch sorgen sollte. Doppelbesteuerung ist in aller Regel ein sehr viel kleineres finanzielles Problem als die Keinmalbesteuerung. Die Volumina, um die es hier geht, sind verschwindend gering und wir vergessen auch oft, dass das OECD-Fremdvergleichsprinzip eben nicht in der Lage ist, Doppelbesteuerung zu verhindern. Das ist eben ein Ammenmärchen zu denken, dass wir durch das Festhalten am Fremdvergleichsprinzip Doppelbesteuerung verhindern könnten. Die Anzahl der ungelösten Streitschlichtungsverfahren zur Doppelbesteuerungsschlichtung steigen jährlich um ein Zigfaches an bei OECD und bei Europäischer Union. Das zeigt, wie zerbrochen die Doppelbesteuerungsverhinderungsansinnen eigentlich sind, wie wenig erfolgversprechend und wirksam sie heute noch sind. Darum ist es auch nicht notwendig, eine gemeinsame Einigkeit über eine globale Formel zu erreichen bei der Besteuerung von Konzerngewinnen. Es würde genügen, wenn wir die gemeinsame Grundlage einer weltweiten Konzernbetrachtung einführen würden, dann könnte jeder Staat seine eigene Formel anwenden, idealerweise eine einheitliche Formel, aber wir sehen schon, die Fairness-Perspektive ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche sagen, die ganze Wertschöpfung findet bei der Produktion statt und ich kann auch andere Länder wie Indien verstehen oder deutsche Einzelhändler, die sagen, nein, auch der Konsum, auch Apple, auch Amazons, die hier verkaufen, die sollen hier auch bitte schön besteuert werden und nicht keinmal besteuert werden und somit uns aus dem Markt drängen, sodass wir hier in Kauf nehmen müssen, dass es einfach den Ländern jeweils überlassen bleibt, welche Formel sie zur Aufteilung des globalen Konzerngewinns künftig anlegen. Dabei wird es zur Doppelbesteuerung kommen. Die kann man aber, wie auch schon heute, durch Instrumente beilegen, je nachdem, wie wert einem diese Vermeidung der Doppelbesteuerung dann jeweils politisch ist. Und diese Freiheit und diesen gesellschaftlichen Diskurs darüber wünsche ich mir, dass wir den in Zukunft noch sehr viel offener führen können. Danke. Vielen Dank. Herr Selle hat noch eine Frage für die CDU-CSU, die möchte ich ihm noch klären. Ja, ganz zum Schluss, wo wir ja mitbekommen haben, dass die Länder attraktiv für Investoren bleiben wollen, dass sie aber auch das Recht auf Besteuerung besitzen sollen, dass es wichtig ist, Unternehmen zu besteuern, weil aufgrund fehlender Steuersysteme in der breiten Fläche die Privateinnahmen und der Verbrauch eher nicht eine Rolle spielen. Gibt es denn da unmittelbare Empfehlungen für die Zusammenarbeit in der Entwicklungspolitik? Hätte ich gern an Herrn Dr. Reimer und an Herrn Dr. von Haldenwang gestellt. Professor Dr. Reimer, bitte. Erstens, Beteiligung Deutschlands auch auf UN-Ebene. Zweitens, ich glaube, es wäre sinnvoll, einen Schatz, den wir die 28 EU-Mitgliedstaaten gegenwärtig haben und den wir oft ein bisschen mit Skepsis betrachten, nämlich das Beihilfenrecht, noch einmal positiv anzuschauen, ob das nicht auch ein Element wäre, das auf der Ebene der globalen Steuerpolitik einen Platz hätte. Es gibt ein paar einzelne WTO-Verfahren, also Verfahren vor Streitschlichtungspanels der WTO, die im Wesentlichen damals auf europäisches Betreiben gegen die USA gelaufen sind und die im Grunde genau in die Richtung gehen, dass man sagt, man versucht, einen unfairen Steuerwettbewerb durch unfaire Beihilfen auch mit Mitteln des Rechts, also mit Schlichtungsinstrumenten in den Griff zu bekommen. Ich glaube, es wird sich sehr lohnen, dass wir an dieser Stelle die europäische Erfahrung einbringen. Und das Dritte ist, der Deutsche Bundestag tut sicher gut daran, die Arbeit der GIZ zu stärken. Da vielleicht ergänzen, auch die Hochschulen stehen bereit und beteiligen sich auch immer wieder an Projekten einer Zusammenarbeit mit Studierenden, Forschern in Entwicklungsländern und Schwellenländern. Und ich glaube, dass diese Art sozusagen des Capacity Building immer richtig ist. Vielen Dank. Dr. von Haldenwang, bitte. Ja, danke schön. Ich ziehe es mal andersrum auf. Gehen wir erstmal von der bilateralen Ebene aus. Also ich glaube, vieles ist jetzt schon genannt worden auch. Es ist wichtig, die Steuersysteme in ihrer Funktion nach innen wie auch nach außen zu stärken. Das heißt einerseits in ihrer Fähigkeit, Steuern zu erheben,
und eine vernünftige, wettbewerbsorientierte Steuerpolitik zu machen, aber auch natürlich eine gerechte und gleichzeitig aber auch nach außen die notwendigen Inputs für eine internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen zu geben. Auf der regionalen Ebene glaube ich, dass wir gut beraten wären, wenn wir das, was wir jetzt schon machen mit einigen regionalen Verbänden, dass wir versuchen, die Initiativen, die es gibt, in anderen Weltregionen auch zu unterstützen. Und auf internationaler Ebene glaube ich, dass wir jene Mechanismen fördern sollten, die das System nicht noch weiter verkomplizieren, sondern die eher auf multilaterale Ansätze im Bereich von internationaler Kooperation und Steuerfragen abzielen, weil das die Entwicklungsländer entlastet. Eine weitere Bilateralisierung, eine weitere Spaghetti Bowl zusätzlich auch noch in Steuerfragen anzurühren, das wird für die ärmeren Entwicklungsländer zumindest eine Überforderung sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal sagen, ich bin als Wissenschaftler interessiert an Exaktheit von Daten. Mir reicht es nicht, wenn wir sagen, wir wissen ungefähr, wie die Belastung ist. Wir müssen weiter vorankommen darin, dass wir Steuervermeidung und Steuerhinterziehung klar benennen können. Und das ist auch für Sie wichtig. Wenn Sie als unser Parlament morgen entscheiden wollen oder wissen wollen, ob BEPS wirklich funktioniert oder ob bestimmte Aspekte von BEPS funktioniert haben, dann brauchen Sie vernünftige Daten. Und da trifft sich das akademische Interesse und das politische Interesse und das Steuerinteresse. Wir brauchen gute Daten, wir brauchen Transparenz. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei Ihnen Sachverständigen, dass Sie uns mit Rat zur Seite gestanden haben. Ich bedanke mich auch nochmal ausdrücklich bei den Dolmetschern, die uns das vereinfacht haben, Ihnen zu folgen und auch Ihnen vereinfacht haben, unsere Fragen zu verstehen. Ich wünsche noch allen einen guten Heimweg, einen schönen Aufenthalt in Berlin und alles Gute. Vielen Dank.